Meine Damen und Herren, das nächste Thema, jetzt hier dann zu Vorlesung 6, und zwar jetzt hier, also bei Kapitel 4, Moving Average Prozesse. Und was es ist, erkläre ich Ihnen jetzt hier gleich. Da gibt es jetzt hier noch mal so eine Intuition dafür, warum man das jetzt hier dann einführt und so weiter. Okay. Benutzt man eigentlich als Ergänzung zu autoregressiven Prozessen, ja. Und so dass ich jetzt hier in dem Fall dann das Ganze zu sogenannten autoregressiven Moving Average Prozessen jetzt hier dann zusammensetzen wird. Okay, aber das jetzt hier nur am Rande. Sie sehen ja gleich nochmal, was es ist. Aber fangen wir jetzt erstmal mit Moving Average an. Danach, wie gesagt, dann die gemischten Prozesse. Ne? Also, wie gesagt, das ist jetzt hier dann eine Komponente dazu, die jetzt hier dann zu den autoregressiven dazukommt in der Anwendung. Okay. So, passen Sie auf. Zunächst mal die Definition, was es ist. Okay. Beim Moving Average haben Sie nämlich dann Folgendes. Und zwar, Sie haben dann die Vergangenheit der Störterms noch mit drin. Okay, also sogenannte MA1-Prozesse sehen jetzt hier dann wie folgt aus. Passen Sie auf. Also, ich habe jetzt hier Y. Okay, also unter einem Moving Average Prozess der Ordnung 1, okay, das ist jetzt erstmal ein MA1 Prozess, also es gibt natürlich MA2, MA3 und so weiter, ja. Was ist jetzt hier dann ein Moving Average Prozess der Ordnung 1? Ein Moving Average Prozess der Ordnung 1 ist jetzt hier dann zum Beispiel das hier, gucken Sie mal, das ist jetzt hier dann der Prozess zum Zeitpunkt T. Und wir haben jetzt eine Konstante in der Regel plus noch einen Störter. Eine Noise. Okay. Wenn wir das hätten, das wäre jetzt erstmal nur ein weißes Rauschen, also sonst nichts. Ne? Okay. Es geht aber hier noch weiter. Und zwar, es ist jetzt hier dann so, dass dann die Vergangenheit des Störterms, also des Residuums hier in dem Fall, jetzt hier ebenfalls noch mit reinkommt. Das heißt, ich habe jetzt hier dann B mal jetzt hier dann die zeitliche Verzögerung jetzt hier des Residuums zum Zeitpunkt T-1. Und da das jetzt hier dann ein Moving Average Prozess der Ordnung 1 ist, ist es jetzt hier dann auch die letzte. Das heißt, mit dieser Ordnung sozusagen geben Sie dann, wie weit Sie jetzt hier dann bei der Vergangenheit oder in die Vergangenheit jetzt hier dann bezüglich der Störterms jetzt hier dann zurückgehen. Das ist ja das, was hier im Grunde genommen dann gemacht wird. Warum das sinnvoll ist und so weiter, dazu kommen wir gleich. Also da gebe ich jetzt Ihnen nochmal eine Intuition, aber das sollten Sie erstmal nur sehen, was es ist. Okay, hier wie gesagt, wir gehen jetzt hier dann nur einen Schritt in die Vergangenheit zurück, weil wir jetzt hier dann einen Moving Average Prozess der Ordnung 1 haben oder beziehungsweise wenn wir einen Moving Average Prozess der Ordnung 1 haben, gehen wir nur einen Schritt in die Vergangenheit zurück. Okay, hätten wir einen Moving Average Prozess der Ordnung 2, würden wir dann zwei Schritte zurückgehen, hätten wir einen Moving Average Prozess der Ordnung 3, würden wir dann drei Schritte zurückgehen und so weiter. Das heißt, diese Lag-Ordnung, sagt man jetzt hier dann dazu, das ist die Lag-Ordnung, die besagt, wie viele Schritte Sie jetzt hier dann bezüglich, also in der Vergangenheit jetzt hier dann zurückgehen für die Realisation des Störterms, also des White Noises hier im Prinzip. Also Epsilon ist jetzt hier ein White Noise und das wird jetzt hier dann bis zum Ende des Kurses auch so bleiben. Okay, und wenn Sie dann sowas haben, schreiben Sie jetzt hier dann Y, folgt ja quasi einem MA1-Prozess, also einem Moving Average-Prozess der Ordnung 1 oder Moving Average-Prozess erster Ordnung. Das ist die Definition hierfür. Und wenn ich jetzt hier das dann verallgemeinert haben möchte, ja, das heißt nicht Ordnung 1, nicht Ordnung 2 und so weiter, sondern Ordnung Q beispielsweise, okay, dann gehe ich dann, meine Damen und Herren, insgesamt dann Q-Schritte zurück in die Vergangenheit des Prozesses, also zumindest, oder nicht die Vergangenheit des Prozesses selber, das wäre jetzt hier ein autoregressiver Prozess, sondern in die Vergangenheit des Störterms, okay. Also so sieht es dann aus. Sie haben jetzt hier dann die Konstante, dann der reguläre Störterm, der aktuell ist, nicht wahr? Und dann gehe ich jetzt hier dann erstmal einen Schritt zurück und dann gehe ich jetzt hier dann zwei Schritte zurück und so weiter. Und insgesamt gehen wir dann Q-Schritte dann zurück, was das angeht. Dann haben wir jetzt hier dann den letzten, der direkt eingeht. Na, letzte im Endeffekt hier, na, das ist der letzte direkte Einfluss. Q-Schritte in der Vergangenheit. Okay, also wenn T jetzt hier dann die Gegenwart des Prozesses sein soll. Meine Damen und Herren, ja. Okay, und ja, das ist sozusagen alles. Erstmal jetzt hier dann für die Definition des Prozesses, ja. Ich habe Ihnen jetzt nicht gesagt, warum das sinnvoll ist und so weiter, also warum man das jetzt hier dann machen würde mit dem Störterm, aber das ist das erstmal, in erster Linie das, was ich Ihnen heute erklären möchte. Also das ist sozusagen jetzt hier dann die, dass Sie dann dafür eine Intuition haben, warum das jetzt hier dann sinnvoll ist oder warum das jetzt hier unter Umständen dann wichtig sein könnte.
Das wird sozusagen die Kernaussage der heutigen Vorlesung sein. Also warum das Ganze. Und dazu, wie gesagt, die folgenden Überlegungen. Zunächst mal untersuchen wir jetzt hier dann die Eigenschaften des Prozesses. Wenn ich jetzt hier das mal anschaue, ja, also ich bleibe jetzt hier zunächst mal erste Ordnung, ja, also Moving Average Prozess der Ordnung 1. Erstmal, was die Darstellung angeht. Also hier nochmal für die Darstellung, also was ein MA1-Prozess ist. Das sehen Sie ja hier, ich gehe jetzt hier sozusagen für den Störtime, gehe ich jetzt hier nur einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Die Lag-Ordnung, ne, das ist die sogenannte Lag-Ordnung, gibt an, wie viele Schritte Sie in die Vergangenheit zurückgehen. Genauso wie beim autoregressiven Prozess dann auch, um sozusagen noch den direkten Einfluss der jeweiligen Realisation aus den Störtime jetzt hier dann noch mit drin zu haben zu den gegebenen Zeitpunkten. Und warum das wichtig ist oder warum das sinnvoll ist, kommt jetzt hier. Zunächst mal für die Darstellung. Wir können ja im Prinzip dann auch Moving Average Prozesse, wie bei autoregressiven Prozessen ja auch, mit Hilfe von Lag-Polynomen darstellen. Das werde ich jetzt hier nochmal zeigen. Denn anhand des Lag-Polynoms ist natürlich auch die Eigenschaft des Prozesses dann eindeutig bestimmt. Also wenn ich ja sozusagen die Gestalt des Lag-Polynoms dann kenne, dann kenne ich im Grunde genommen dann alles über den Prozess dann selbst. Das reicht ja sozusagen, um das jetzt hier dann zu spezifizieren. Was ein Lag-Polynom ist, hatten Sie ja gesehen in den Vorlesungen davor. Ich nenne jetzt hier mal den Lag-Polynom B. Für den autoregressiven Prozess hatte ich es dann A genannt, jetzt nenne ich es dann halt B. Und das sieht jetzt hier dann wie folgt aus, hier in diesem Beispiel, meine Damen und Herren. Und zwar, wir haben jetzt hier dann 1 plus B mal L. Okay, und L ist der Lag-Operator. Was das ist, hatten Sie ja schon mal gesehen. Ich zeige Ihnen das jetzt hier in diesem Fall nochmal, damit Sie sich hier nochmal auch davon überzeugen können. Also nochmal, um jetzt hier das nochmal darzustellen. Durch das Lag-Polynom ist natürlich auch der Prozess eindeutig bestimmt. Und das würde ich jetzt hier nochmal zeigen wollen. Und zwar, dann gilt jetzt nämlich in diesem Beispiel Folgendes. Passen Sie auf. Und zwar yt ist jetzt hier dann also v plus, jetzt kommt das Lag-Polynom mal epsilon. Und damit, wie gesagt, so sehen ja eigentlich alle Moving Average Prozesse aus, ganz gleich, welche Ordnung sie dann haben. Die Eigenschaft des Lag-Polynoms entscheidet aber natürlich auch über die Lag-Ordnung, nicht wahr? Also das heißt, wenn ich jetzt hier dann zum Beispiel 1 plus b, 1 mal l plus b2 mal l zum Quadrat hätte, hätte ich jetzt hier einen Moving Average Prozess der Ordnung 2 und so weiter. Das wollte ich jetzt hier nochmal kurz dann demonstrieren, und zwar jetzt hier dann für den Moving Average Prozess der Ordnung 1, also jetzt der Prozess erste Ordnung, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen. Okay, also wenn ich jetzt sozusagen das Lag-Polynom erstmal in Anführungszeichen einsetze, ja, das ist ja eine Pseudomultiplikation, das wissen Sie ja, okay, und ich jetzt hier in Anführungszeichen ausmultipliziere, wie gesagt, die Eigenschaften des Lag-Polynoms oder die Eigenschaften des Lag-Operators ähneln ja zumindest, oder die Handhabung damit ähnelt das natürlich der Multiplikation. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier im Grunde genommen dann 1 mal Epsilon T, das könnte ja dann auch eine richtige Multiplikation sein, plus B mal L mal Epsilon T natürlich. Ja, und Sie wissen ja im Prinzip, dass der Lag-Operator, wenn ich jetzt hier den Lag-Operator mit einem stochastischen Prozess dann verknüpfe, dass dann die Vergangenheit des Prozesses dann entsteht. Na, das ist ja das, was Sie jetzt hier dann für die Darstellung beim autoregressiven Prozess dann auch gehabt haben. Und hier haben wir das jetzt nämlich dann genauso. Und der Exponent des Lag-Operators sagt Ihnen, welcher Schritt oder welche Realisation und aus welcher Vergangenheit oder beziehungsweise zu welchem Zeitpunkt jetzt hier dann im Grunde genommen dann hier das gemeint sein soll. Also hier habe ich dann zunächst mal Epsilon T, nicht wahr? Und dann plus B mal, und jetzt passen Sie auf, wie gesagt, hier, das ist ja eine Pseudomultiplikation, na, das wissen Sie ja, es gibt ja keine reelle Zahl, mit der ich jetzt hier sozusagen den stochastischen Prozess, also diesen White Noise zum Zeitpunkt T, dann multiplizieren könnte, um jetzt hier dann den Wert T-1 zu bekommen. Okay, also das gibt es ja nicht. Okay, also wenn ich zum Beispiel, das wäre ja schön, ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier das dann mit 5, also das geht aber nur für die Darstellung. Okay, das heißt, sobald ja der Lag-Operator auf den stochastischen Prozess dann trifft, gehe ich dann so weit in die Vergangenheit zurück, ne? Wie mir das jetzt hier dann im Exponenten des Lag-Operators jetzt hier dann im Grunde genommen dann gesagt wird. Das ist jetzt hier nur eine Darstellung. Also wie gesagt, bitte verstehen Sie das nicht als Rechnung. Ich hatte das hier schon mal häufig gesagt, aber um das jetzt nochmal zu wiederholen, weil das ja vielleicht nicht ganz klar war. Hier habe ich den Exponenten hier 1, der jetzt hier nicht explizit dasteht, aber ich müsste das jetzt hier auch nicht hinschreiben. Dann habe ich jetzt hier dann Epsilon T
Minus 1, und das ist dann jetzt hier dann der letzte Wert. Und das ist ja hier dann offensichtlich das gleiche wie jetzt hier, was Sie dann oben sehen. Also das braucht man jetzt hier dann im Grunde genommen dann nicht nochmal jetzt hier dann nachzuvollziehen. Sie werden jetzt hier dann merken, dass das, also die gleiche Darstellung auch jetzt hier im Grunde genommen für Moving Average Prozesse der höheren Ordnung jetzt hier dann verwendet werden kann. Also die Zeile hier, die Sie jetzt hier dann sehen, in der Mitte ungefähr, also wo hier steht, dann gilt, die bleibt jetzt hier dann bestehen. Okay, also die wird sozusagen jetzt hier dann gleich bleiben. Ich mache das jetzt hier aber trotzdem mal weg. Weil wenn ich jetzt hier dann einen Moving Average Prozess der Ordnung Q habe, also allgemeiner, okay, wo ich jetzt hier in dem Fall bezüglich der Störterms Q-Schritte in die Vergangenheit zurückgehe. Okay, das hatten wir ja bei der Definition, da sah das Ding ja so aus. Okay, dann kann ich, wenn ich jetzt hier dann eine entsprechende Darstellung haben möchte, mit Lag-Polynom und so, was wesentlich kompakter ist, kann ich jetzt hier dann das Lag-Polynom in diesem Beispiel wie folgt dann spezifizieren. 1 plus B1 mal L hoch 1, also wie gesagt, die 1 muss man nicht hinschreiben, aber ich mache das jetzt hier mal. Dann plus B2 mal L zum Quadrat und so weiter und so weiter. Und der letzte wäre jetzt hier dann plus BQ, der Parameter BQ mal L hoch Q natürlich. Okay. Und dann ist die Darstellung, die Sie jetzt hier dann gleich sehen werden, genau die gleiche wie jetzt hier dann beim Moving Average Prozess der Ordnung 1. Und das ist ja hier eigentlich das, was das Ganze unheimlich praktisch macht. Wenn man Eigenschaften dieser Prozesse analysieren möchte, wie bei autoregressiven Prozessen ja auch, aus den anderen Vorlesungen, dann reicht es, wenn man sich die Eigenschaften des jeweiligen Lag-Polynoms zum Prozess jetzt hier sich mal anschaut. Ich möchte das jetzt hier noch mal kurz für die Darstellung noch mal klar machen, dass das ja diese Darstellung hier im Grunde genommen eine Verallgemeinerung ist für alle Prozesse dieser Art. Also alle Prozesse, ne, alle Moving Average Prozesse lassen sich ja im Prinzip jetzt hier auf diese Art und Weise jetzt hier dann darstellen. Das Einzige, was ich jetzt hier noch machen muss, ist, dass ich das Lag-Polynom hier dann spezifizieren brauche. Ne? Also nur bezüglich des Lag-Polynoms unterscheiden sich jetzt hier dann einzelne Moving Average Prozesse, aber das ist ja schon im Grunde genommen dann auch klar. Meine Damen und Herren, hier nochmal für die Rechnung. Also hier in dieser großen grünen Klammer schreibe ich jetzt hier nochmal das Lag-Polynom jetzt wieder rein. Das sind jetzt hier dann die Werte, ne? Offensichtlich. Okay. Dann führe ich jetzt hier dann diese Pseudomultiplikation dann durch. Ja, das sehen Sie hier nochmal. Also 1 mal Epsilon T plus B1 mal L mal Epsilon T plus B2 mal L zum Quadrat mal Epsilon T und so weiter und so weiter. Also das kennen Sie ja schon, das sind jetzt hier dann die gleichen Schritte, aber ich mache das jetzt hier nochmal kurz in einem. Und zwar, wenn jetzt hier dann der Lag-Operator, ich mache das vielleicht dann doch langsamer, wenn jetzt hier dann der Lag-Operator auf den stochastischen Prozess dann trifft, dann müssen Sie in die Vergangenheit zurückgehen und die Anzahl der Schritte, na, mit der Sie jetzt in die Vergangenheit zurückgehen beim Prozess, ergibt sich aus dem Exponenten des Lag-Operators. Also hier ist bei dem ersten der Exponent ja 1. Das heißt, ich gehe jetzt hier dann einen Schritt in die Vergangenheit zurück. Das heißt, aus Epsilon T wird dann Epsilon T minus 1. Nochmal, wie gesagt, der Hinweis: Es gibt ja keine reelle Zahl, so dass, wenn Sie das jetzt hier damit in Anführungszeichen tatsächlich multiplizieren würden, den vergangenen Wert des Prozesses jetzt hier dann bekommen. Das wäre ja noch schöner, wenn es so wäre. Okay. Aber das ist ja hier sozusagen nur für die Darstellung, damit ich ja hier im Prinzip was Allgemeines dann habe, anhand der Eigenschaften dieser Funktion, die ich jetzt hier dann im Grunde genommen deklarieren konnte, kann ich dann die Eigenschaften des Moving Average Prozesses jetzt hier genauer analysieren. So, also hier nochmal B1 mal Epsilon T minus 1, das ist jetzt hier dann in Anführungszeichen aus der Rechnung, ja, was ich jetzt in Anführungszeichen sagen möchte, B1 mal L mal Epsilon T entstanden. Dann kommt jetzt hier dann das nächste, B2 mal L zum Quadrat mal Epsilon T wäre dann B2 mal Epsilon T minus 2. Ne? Also das habe ich jetzt nicht nochmal hingeschrieben, weil das ja hier dann natürlich hier analog sein wird. Und dann habe ich jetzt hier noch den letzten, und zwar BQ mal L hoch Q mal Epsilon T, was zu BQ mal Epsilon T minus Q dann degeneriert wird. Ne? Also hier im Prinzip L hoch Q. Ich gehe dann Q-Schritt jetzt hier dann in die Vergangenheit und dann habe ich dann Epsilon T minus Q jetzt hier dann für diesen stochastischen Prozess, weil der Lag-Operator hier auf diesen Prozess dann wirkt, meine Damen und Herren. Okay,
Also, das ist ja hier dann die gleiche Darstellung wie da oben und Sie merken ja hier, dass das durchaus dann kompakter ist. Das heißt, die Darstellung mit Lag-Polynom hat schon wesentliche Vorteile, vor allem deshalb, weil es natürlich ausreicht, sich jetzt wieder mit dem Polynom dann auseinanderzusetzen, wenn man Eigenschaften dieser Prozesse jetzt wieder etwas genauer untersuchen möchte. Das werde ich jetzt ja auch tun im Übrigen. Okay. So, zunächst mal ein paar Eigenschaften, ein paar wesentliche Eigenschaften, die jetzt hier dann diese Moving Average Prozesse dann ausmachen. Ich fange jetzt hier dann mit dem Moving Average Prozess der Ordnung 1 an. Aber was ich hier nochmal sagen möchte, ist im Anschluss, dass das auch für Moving Average Prozesse der Ordnung Q gilt, also auch für höhere Ordnung. Aber hier die Formelchen, die sich jetzt hier dann ergeben, die möchte ich jetzt hier etwas genauer betrachten. Also mal angenommen, ich habe jetzt hier einen Moving Average Prozess der Ordnung 1. Jetzt mal ohne Lag-Polynome sieht jetzt hier dann so aus. Ich schreibe das jetzt hier einfach mal aus, wie Sie sehen. Okay. Und dann kann man zeigen, und das werden wir jetzt hier dann auch tun, da kann man zeigen, dass die Prozesse allesamt stationär sind. Okay. Das, meine Damen und Herren, gilt für alle Moving Average Prozesse. Alle Moving Average Prozesse sind stationär. Okay, also auch die höhere Ordnung. Ich fange jetzt hier aber erstmal mit Moving Average Prozess der Ordnung 1 an. Wenn die stationär sind, meine Damen und Herren, was bedeutet nochmal Stationarität? Stationarität bedeutet, dass weder Erwartungswert, also in unserem Sinne, weder Erwartungswert noch die Varianz, noch jetzt hier in dem Fall die Autokovarianz von T abhängt. Okay, die Autokovarianz kann von der zeitlichen Verzögerung abhängen, aber nicht von dem Zeitpunkt selber. Zunächst mal der Erwartungswert des Prozesses, das ist jetzt hier relativ leicht zu bestimmen, das wird jetzt hier dann die Konstante sein, das sieht man jetzt hier natürlich unmittelbar, warum? Deshalb, weil die White Noises hier, also das weiße Rauschen hier, immer einen Erwartungswert von 0 hat, das heißt der Erwartungswert wird die Konstante sein. Das ist ja sozusagen dann der Wert, die Konstante, damit haben Sie auch die Interpretation, um den jetzt hier der Prozess schwankt. Na, das ist ja, glaube ich, hier offensichtlich. Also um diesen Wert schwankt der Prozess, meine Damen und Herren. Okay. Hier in dem Fall. Also sollte jetzt hier, glaube ich, hier klar sein. Okay, also Epsilon T ist ja dann das hier. Weil die im Prinzip jetzt hier dann die Störterme hier allesamt einen Erwartungswert von 0 haben und Erwartungswert eine Summe ist die Summe der Erwartungswerte. Ich zeige Ihnen das jetzt hier nochmal gleich etwas ausführlicher. Sie merken ja hier zunächst mal aber, dass der Erwartungswert nicht von der Zeit, also von Zeit abhängt. Ne? Das heißt, der bleibt immer gleich, völlig unabhängig davon, wo Sie jetzt ihn an sich gerade bei dem Prozess befinden. Also in welchen Werten, an welchen Zeitpunkten jetzt Sie dann sind, haben, spielt ja keine Rolle. Und das Gleiche gilt auch für die Varianz. Das heißt, die Streuung des Prozesses bleibt ebenfalls gleich bzw. konstant. Also und hier im konkreten Fall, wenn ich das jetzt hier dann ausrechne, gut, also Varianz der Summe ist die Summe der Varianzen, wenn ja letzten Endeffekt die entsprechenden Komponenten frei von Autokorrelation sind. Und das sind sie ja per Definition, denn ein White Noise ist ja oder hat ja immer eine Autokovarianz bzw. eine Autokorrelation von 0. Also hier würde ich dann bekommen 1 plus b zum Quadrat mal jetzt in ein Sigma Quadrat. Sigma Quadrat ist die Varianz von einzelnen Störtermen. Okay, also Sigma Quadrat ist jetzt dann die Varianz von Epsilon. Das ist ja auch immer konstant und der Prozess ist jetzt hier dann stationär. Wenn ich jetzt hier dann zwei stationäre Prozesse jetzt hier dann addiere, völlig unabhängig davon, ob das jetzt hier dann die Vergangenheit ist, was jetzt hier dann dazukommt, dann bleibt das Ding ja auch stationär. Ich meine, es leuchtet ja auch ein, nur ich muss es jetzt hier zumindest dann trotzdem verifiziert haben. So. Das wird auch für die Autokovarianz gelten, meine Damen und Herren. Das heißt, für die Autokovarianz jetzt hier dann des Prozesses zum Zeitpunkt T bezüglich jetzt hier dann der zeitlichen Verzögerung H wird ebenfalls unabhängig von T sein. Es kann ja von der zeitlichen Verzögerung H abhängen, aber nicht von dem Zeitpunkt selbst. Also das heißt, es geht ja nur darum, wie weit Sie in die Vergangenheit zurückgehen, aber nicht aus welchem Punkt aus. Okay? Also ob Sie heute zum Beispiel jetzt in den Wert betrachten und 10 Jahre in die Vergangenheit zurückgehen, ja, oder ob Sie jetzt hier dann zum Beispiel den Wert zum Zeitpunkt, was weiß ich, 1980 jetzt hier dann betrachten und dann nochmal 10 Jahre in die Vergangenheit zurückgehen, von dort aus, spielt keine Rolle. Die Autokovarianz bleibt dann gleich. Es kommt ja sozusagen dann vielleicht nur auf die zeitliche Verzögerung an, aber nicht zum Zeitpunkt, wann Sie das jetzt hier dann betrachten. Es gibt jetzt hier dann zwei Fälle, und zwar
einmal kommt jetzt hier dann bei der Otto-Kovarianz der Wert b mal Sigma Quadrat raus. Okay, wann kommt das raus? Und zwar dann, wenn jetzt hier dann die zeitliche Verzögerung gleich 1 ist. Also wenn ich jetzt hier dann einen Schritt in die Vergangenheit zurückgehe, ist das sozusagen ein Maß für den linearen Zusammenhang zwischen dem gegenwärtigen Wert des Prozesses und seiner Vergangenheit. Okay, und zwar zum Zeitpunkt t minus 1 dann. Also wenn ich ja so, oder t plus 1, also ob ich jetzt einen Schritt in die Vergangenheit oder in die Zukunft gehe, ist das erstmal egal. Ich habe jetzt immer noch gesagt, h ist jetzt hier dann positiv, also dann normalerweise blickt man in die Zukunft hinein, aber man kann das jetzt hier dann auch historisch betrachten. Also wenn die zeitliche Verzögerung, meine Damen und Herren, gleich 1 ist, nicht wahr, dann ist das die Autokovarianz und die Autokovarianz ist dann somit unabhängig vom Zeitpunkt t. Spielt also eigentlich keine Rolle, ob sie dann heute, also den Wert heute mit dem Wert von morgen vergleichen oder beziehungsweise den Wert von 10 Jahren plus noch einen Tag. Also das ist jetzt, kommt ja hier dann nur auf die zeitliche Verzögerung an. Eine wesentliche Eigenschaft des Prozesses besteht aber darin, dass wenn die zeitliche Verzögerung jetzt hier dann größer als 1 ist, also wenn sie dann mehr als einen Schritt jetzt hier in dem Fall in die Vergangenheit zurückgehen, dass dann die Autokorrelation bzw. die Autokovarianz 0 ist. Wenn die Autokovarianz 0 ist, ist natürlich auch die Autokorrelation dann 0. Das heißt, der Prozess korreliert dann nicht mehr, ja, als einen Schritt sozusagen jetzt hier dann, was die Zukunft angeht. Ja, das heißt, da gibt es dann keinen linearen Zusammenhang mehr zwischen dem gegenwärtigen Wert des Prozesses und wenn es jetzt hier dann tägliche Daten sind und dem Wert von 2 Tagen. Also bis ein Tag geht es ja noch. Ne? Wenn Sie einen Tag in die Zukunft gehen, ist der Zusammenhang noch da. Okay? Aber wenn Sie dann 2 Tage oder mehr in die Zukunft gehen, ist der Zusammenhang nicht mehr da. Das heißt im Prinzip folgendes, der gegenwärtige Wert des Prozesses hat dann de facto keinen Einfluss mehr auf den Wert des Prozesses von übermorgen. Okay? Das reicht ja sozusagen nur für einen Zeitpunkt aus. Und diese Eigenschaft, wenn ein Prozess sozusagen nur einen beschränkten Einfluss hat, was die Zukunft angeht, also sozusagen, wenn sich das jetzt hier dann nicht unendlich weit in die Zukunft dann hineinbewegt, nennt man endliches Gedächtnis. Okay? Das heißt, ab einem bestimmten Punkt oder beziehungsweise darüber hinaus gibt es dann keine Autokorrelation mehr, damit auch keinen Einfluss mehr des gegenwärtigen Prozesses auf die zukünftigen, aber nur bestimmten Punkt hinaus. Also für morgen reicht es ja noch, aber für übermorgen dann nicht mehr. Jetzt ist die Frage, woher weiß man zum Beispiel beim Moving Average Prozess, okay, wie weit jetzt hier dann der Einfluss des Prozesses jetzt hier dann noch in die Zukunft dann reicht? Und zwar die Antwort, das werde ich jetzt hier auch nochmal später noch klarstellen. Die Antwort liefert die Leckordnung des Prozesses. Wenn Sie einen Schritt, na, letztem Endeffekt jetzt hier dann, na, also im Prinzip jetzt hier dann haben, was die Vergangenheit angeht, ja hier für den Störtime, Sie sehen es ja hier, okay, dann reicht auch nur ein Schritt in die Zukunft, also der Einfluss des Prozesses nur ein Schritt in die Zukunft dann hinein. Weil für 2 Schritte reicht jetzt hier dann der gegenwärtige Wert das dann nicht mehr aus. Wäre das ein Prozess, meine Damen und Herren, der Ordnung 2, hätten Sie ja sozusagen nach dem zweiten Schritt dann keinen Einfluss mehr auf die Zukunft des Prozesses. Das heißt, die Leckordnung sagt Ihnen auch einerseits gleichzeitig, wie weit Sie jetzt hier im Prinzip bezüglich der Vergangenheit des Prozesses, also bezüglich jetzt hier dann des Störtimes, jetzt hier dann in die Vergangenheit des Störtimes, jetzt hier dann hier reingehen müssen, um einen direkten Einfluss dann zu haben. Aber andererseits sagt Ihnen dann auch, dieser Wert, gleichzeitig also die Leckordnung des Prozesses, wie weit der Einfluss im Prinzip jetzt hier dann der gegenwärtigen Beobachtung in die Zukunft dann reicht. Daraus ergibt sich dann auch unmittelbar beispielsweise jetzt hier dann die entsprechende Modellspezifikation. Wenn Sie also mal angenommen, Sie wüssten ja, dass Sie einen Moving Average Prozess haben, Sie wüssten aber nicht, welche Ordnung jetzt hier dann vorliegt, dann wird man das zumindest empirisch gesehen das dann so machen, dass man dann untersucht, wie weit jetzt hier dann zum Beispiel der gegenwärtige Wert oder der Einfluss des gegenwärtigen Wertes in die Zukunft dann reicht. Weil ab einem bestimmten Punkt hinaus ist dieser dann nicht mehr vorhanden. Das sehen Sie ja hier. Und das ist das, was jetzt hier dann endlich, unter endlich jetzt das Gedächtnis jetzt hier sozusagen zu verstehen. Das ist jetzt hier ein abstrakter Begriff. Ja. Aber das ist ja sozusagen das, was man jetzt hier dann im Grunde genommen dann sehen kann. Ich werde das jetzt hier im späteren Verlauf jetzt hier nochmal verallgemeinern. So. Das muss man wissen, okay?
So, das, was ich jetzt mache, nämlich jetzt hier, um das zu zeigen, müssen Sie jetzt nicht drauf haben. Okay, also das heißt, Sie müssen jetzt hier dann nicht drauf haben, wie man jetzt den Erwartungswertvarianz und Kovarianz berechnet, aber ich mache das trotzdem. Okay, also damit Sie sich jetzt hier dann davon nochmal überzeugen können. Das mache ich jetzt hier ein bisschen schneller, ja, damit Sie das jetzt hier nochmal sehen. Also, wie gesagt, erstmal fange ich mit dem Erwartungswert an. Das ist jetzt hier dann der Prozess. Ich habe das jetzt hier schon aufgeschrieben. Und ich berechne jetzt hier dann den Erwartungswert davon. Der Erwartungswert des Prozesses ist der Erwartungswert von der rechten Seite, offensichtlich. Und Sie haben ja hier dann die Regelchen gelernt. Das ist jetzt hier dann aus der ersten und aus der zweiten Vorlesung gewesen, wo wir uns mit statistischen Grundlagen beschäftigt haben. Jetzt kommt das jetzt hier nicht, nämlich nochmal, dass der Erwartungswert eine Summe, die Summe der Erwartungswerte ist. Okay, das heißt, ich habe einmal den Erwartungswert von dem ersten und dann einmal den Erwartungswert jetzt hier dann von dem zweiten Ausdruck. Der Erwartungswert einer Lineartransformation ist dann wiederum die Lineartransformation des Erwartungswertes. Das bedeutet also hier, wenn ich den Erwartungswert von diesem Ausdruck jetzt hier dann betrachte, was ich jetzt hier dann mal übersprungen hatte, kann ich noch zusätzlich die Konstante b, weil das jetzt hier der multiplikativ verknüpft ist, kann ich den jetzt hier aus dem Erwartungswertoperator ziehen. Das dürfen Sie ja tun, meine Damen und Herren. Okay? Und Sie wissen ja, wie gesagt, dass der Störter, nämlich jetzt hier dann White Noise, per Definition, egal ob das jetzt hier dann heute ist oder gestern oder vorgestern, ganz gleich immer einen Erwartungswert von 0 hat. Das bedeutet also, dieser Ausdruck ist 0, dieser Ausdruck ist 0. Damit ist jetzt hier dann komplett alles 0 und bleibt jetzt hier dann nur noch die Konstante übrig. Das habe ich jetzt hier nochmal hingeschrieben. Also es ist jetzt hier dann nur noch, was die Konstante jetzt hier dann letztendlich im Endeffekt ja hier noch sozusagen dann da ist. Und damit habe ich jetzt hier zumindest gezeigt, dass der Prozess erwartungswertstationär ist. Bedeutet hier zunächst mal, dass der Erwartungswert nicht von der Zeit abhängt. Okay, reicht aber noch nicht für Stationarität, denn ich muss jetzt hier auch nochmal auch die Varianz des Prozesses jetzt hier dann anschauen. Die Varianz des Prozesses, gut, also Varianz eine Summe ist die Summe der Varianzen, okay, wenn ja die jeweiligen Komponenten unabhängig voneinander sind und das sind sie ja, also gut, zunächst mal, sie sind ja auch nicht korreliert, also beim White Noise, das ist ja hier dann auch zumindest die Mindestvoraussetzung, aber die reicht ja dann schon. Ich muss jetzt hier kein IID haben, aber das kann ja durchaus dann sein. Also es reicht ja, wenn sozusagen jetzt hier dann der Störter im Frei von Autokorrelation ist, aber ansonsten, wie gesagt, wenn es unabhängig ist, würde es dann sowieso gehen. Also kurz gefasst, Varianz der Summe wird dann die Summe der Varianzen sein. Die Kovarianzen sind ja alle 0. Und ich habe jetzt hier noch eine Konstante drin und wenn man eine Konstante jetzt hier dann im Varianzoperator drin hat, dann kann man die weglassen, weil ja letztendlich im Endeffekt die Varianz oder beziehungsweise die Konstante, wenn die jetzt hier dann additiv verknüpft wird, sich dann nicht auf die Varianz des Prozesses jetzt hier dann auswirkt. Also ich habe jetzt hier dann die Varianz von dem ersten plus jetzt hier dann die Varianz von dem zweiten. Okay, also die Varianz hiervon. Das kommt gleich. Wenn ich jetzt hier das dann aber mache, na, Sie haben jetzt hier dann wieder die Konstante, dann kann ich jetzt hier die Konstante ebenfalls aus dem Varianzoperator herausziehen. Nur, vielleicht nur, dass Sie dann noch, wenn Sie sich jetzt hier dann nochmal an diese Einschränkung dann erinnern, Sie müssen dann die Konstante, wenn die jetzt hier dann multiplikativ verknüpft ist bei dem Varianzoperator, müssen Sie dann letzten Endeffekt das dann quadrieren. Ja? Den additiven Ausdruck können Sie vergessen, den multiplikativen Ausdruck müssen Sie beim Varianzoperator jetzt hier dann, wenn Sie den rausziehen wollen, quadrieren. Hatten wir ja schon in den Grundlagenvorlesungen, ne? Deswegen habe ich das jetzt hier nochmal gemacht. So, was ist die Varianz des Störterms per Definition? Das ist jetzt hier dann Sigma-Quadrat. Das heißt, ich habe jetzt hier dann Sigma-Quadrat plus B-Quadrat mal Sigma-Quadrat. Ergibt dann, wenn Sie dann Sigma-Quadrat ausklammern, 1 plus B-Quadrat mal Sigma-Quadrat offensichtlich. Und damit ist dieses Ding dann auch varianzstationär, wenn man es so will. Denn die Varianz hängt dann ebenfalls nicht von der Zeit ab. Ne? Das heißt, die Streuung des Prozesses bleibt dann über sämtlichen Zeitpunkten hinaus immer dieselbe. Okay. Gut, dann zeige ich jetzt hier nochmal diese Eigenschaft mit dem endlichen Gedächtnis und zwar, indem ich jetzt hier dann die Autokovarianz des Prozesses jetzt hier dann bestimme. Da gibt es ja zwei Fälle. Ich zunächst mal, ja, also berechne ich jetzt hier dann die Autokovarianz des Prozesses zum gegenwärtigen Zeitpunkt und die Autokovarianz des Prozesses zum Zeitpunkt t plus 1. Ne? Also einmal zum Zeitpunkt t. Also zwischen, ne, die Autokovarianz zwischen jetzt hier dann den Zeitpunkten t und t plus 1. Also wenn ich ja sozusagen nur einen Schritt in die Zukunft gehe, was passiert dann? Um das jetzt hier sich mal anzuschauen, ich habe jetzt hier dann die Autokovarianz, also hier dann von dem ersten, y und t steht ja hier, das schreibe ich einfach mal ab.
Okay, jetzt markiere ich das mal in grün, ja. Und der andere yt plus 1, der ergibt sich dann, wenn Sie jetzt hier dann für t, dann, also t durch t plus 1 ersetzen. Das heißt, hier steht dann epsilon t plus 1 und hier steht dann b mal epsilon t plus 1 minus 1, was hat sie dann zu epsilon t generiert. Ja? Okay. Und dann habe ich ja, na, bei der Autokovarianz können Sie dann zumindest auch die additiven Ausdrücke ebenfalls jetzt hier dann vergessen. Das heißt, Sie haben einmal das hier. Okay, das ist ja sozusagen dann unverändert. Okay, die additiven Ausdrücke kann ich hier dann wegschmeißen. Die wirken sich jetzt hier dann nicht auf die Autokovarianz jetzt hier dann aus. Das mache ich hier auch. Und zusätzlich dazu habe ich ja hier noch Epsilon t plus 1 minus 1, was dann Epsilon t sein wird. Das hatte ich ja hier schon auch schon erwähnt gehabt. So, Sie haben jetzt hier dann die Autokovarianz zweier Summen. Und Sie hatten ja auch gelernt, wenn die Autokovarianz zweier Summen jetzt hier dann bestimmt werden soll, dann spielen nur diejenigen Summanden eine Rolle, die sich dann überlappen, vorausgesetzt, dass dann die Summanden paarweise unkorreliert sind. Das ist nämlich der Fall. Also was meine ich damit? Ich meine damit zum Beispiel Folgendes, dass Epsilon t nicht mit Epsilon t minus 1 korreliert. Das ist ja per Definition so. Ne? Sonst wäre das ja kein White Noise. Epsilon t korreliert auch nicht mit Epsilon t plus 1. Und Epsilon t minus 1 korreliert auch nicht mit Epsilon t. Das heißt, Sie merken ja hier, dass die jeweiligen Summanden jeweils paarweise unkorreliert sind. Wenn sie paarweise unkorreliert sind, okay, dann spielt ja sozusagen die Autokovarianz der Summen nur dann eine Rolle, wenn sich die Summen überlappen. Das kann ich mir jetzt hier vielleicht mal kurz mal klar machen. Also hier bei dem Grünen, schauen Sie mal kurz, habe ich eine Beobachtung zum Zeitpunkt t. Und ich habe eine Beobachtung zum Zeitpunkt t minus 1. Und bei dem habe ich dann eine Beobachtung zum Zeitpunkt t und eine Beobachtung zum Zeitpunkt t plus 1. Und markiere jetzt hier nochmal die konkreten Werte. Passen Sie auf. Das sind jetzt hier, also die Beobachtung zum Zeitpunkt t plus 2 habe ich jetzt hier nicht, aber ich habe das jetzt hier zumindest für die Vollständigkeit hier nochmal hingeschrieben. Also t minus 1 ist jetzt hier dann vorhanden bei dem Grün und t ist dann vorhanden bei dem Grün. Das heißt, zu diesen Zeitpunkten hätte ich dann die Beobachtung. Und bei dem, was ich jetzt hier dann pink markiert hatte, sind die Beobachtungszeitpunkte t plus 1 und t offensichtlich. Also hier t plus 1 und t. Und nur dort, wo sie sich jetzt hier dann überlappen, spielt ja die Autokorrelation eine Rolle. Denn ansonsten, wie gesagt, spielt es ja keine Rolle, wenn sie sich nicht überlappen. Ne? Das heißt, hier sehen Sie ja im Prinzip, das ist jetzt hier dann zum Zeitpunkt t der Fall. Ne? Das heißt, die einzigen Ausdrücke, die sich jetzt überlappen, ist oder sind Epsilon t jetzt hier aus dem Grün. Und b mal Epsilon t aus dem rosanen. Das heißt, die sind jetzt hier dann die beiden, die sich jetzt hier dann überlappen. Und nur dort wirkt sich jetzt hier dann die Autokovarianz dann aus. Das heißt, die Autokovarianz vereinfacht sich dann zu den Ausdrücken, die sich dann überlappen, nämlich Epsilon t und b mal Epsilon t. Nicht wahr? Und das war es dann schon. Und die anderen kann ich ja dann vergessen. Das hatten Sie ja, wie gesagt, gelernt. Ich habe Ihnen das jetzt hier dann auch schon mehrfach gezeigt. Okay? Und ja, dann rechne ich jetzt hier damit weiter. Ich ziehe jetzt hier dann die Konstante dann raus. Okay, das ist jetzt hier dann b mal die Autokovarianz der Störtherme zu sich selbst. Jeweils zum Zeitpunkt t und die Autokovarianz des Prozesses zu sich selbst, also zum Zeitpunkt t ist natürlich die Varianz des Prozesses. Und die Varianz des Prozesses von Epsilon t jetzt hier natürlich, also nicht von Y, sondern von Epsilon t war Sigma Quadrat gewesen. Deswegen ist jetzt hier dann b Quadrat mal Sigma Quadrat, aber nur, wenn ja hier sozusagen nur ein Schritt in die Zukunft jetzt hier dann gegangen wird, gehe ich dann zwei oder mehr Schritte in die Zukunft, gilt das dann nicht mehr. Das will ich auch nochmal klarstellen. Also was passiert, wenn ich ja hier sozusagen, gucken Sie mal, ich habe das jetzt hier dann verändert, ne, bei den nächsten. Ich habe ja hier sozusagen zwei Schritte. Ne, okay? Also, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen. Zwei Schritte gehe ich jetzt hier dann in die Zukunft. Okay? Alles klar? Und dann schaue ich mal, was da rauskommt. Also hier. Na, das sehen Sie ja dann, zwei Schritte, okay, setzen wir das jetzt hier dann ein. Also das heißt, ich muss ja, um das jetzt hier dann nochmal zu betrachten, t durch t plus 2 ersetzen. Ja, das steht dann v plus epsilon t plus 2, ne, statt epsilon t. Und hier dann b mal epsilon t plus 2 minus 1, was jetzt hier in dem Fall dann epsilon t plus 1 jetzt hier in dem Fall dann, ja, wird. Okay, das heißt, ich habe jetzt hier dann epsilon t plus 2 insgesamt mal b mal Epsilon t plus 1, die Konstanten kriege ich dann wieder raus. So, auch hier habe ich Autokovarianzen der Summe. Auch hier sind die Summanden jeweils paarweise unkorreliert.
Und wenn sie dann paarweise unkorreliert sind, dann spielt es ja nur letztendlich im Endeffekt eine Rolle, ob sie sich überlappen oder nicht, beziehungsweise dort, wo sie sich dann überlappen. Dazu muss ich jetzt hier dann schauen, zu welchen Zeitpunkten Beobachtungen dann vorliegen. Ich habe jetzt hier dann bei dem Grün, habe ich da hier schon das zumindest dann vorbereitet, beziehungsweise das war jetzt hier aus dem letzten Beispiel ja so. Und bei dem Pinken, das sehen Sie ja hier, habe ich jetzt hier das dann zum Zeitpunkt T plus 2 und zum Zeitpunkt T plus 1. Damit, Sie sehen ja hier, überlappen sie sich nicht. Es gibt ja hier keine Überlappung zwischen den Prozessen. Folglich ist dann die Autokovarianz 0. Das heißt, wenn Sie dann zwei Schritte in die Zukunft gehen, gibt es keine Überlappung mehr. Wenn Sie dann drei Schritte dann in die Zukunft gehen würden, gäbe es ja sowieso keine Überlappung mehr, sodass Sie dann im Prinzip jetzt eine Autokovarianz von 0 haben und das war's. Okay, also das ist ja sozusagen hier im Prinzip, was wir dann bekommen. So, ich versuche das jetzt hier nochmal zusammenzufassen. Also ob ich jetzt hier in dem Fall ne, Autokovarianz dann vorliegen habe oder nicht, hängt ja davon ab, wie weit ich in die Zukunft dann gehe. Wenn ich jetzt hier dann einen Schritt in die Zukunft gehe, habe ich jetzt hier eine Autokovarianz von B mal Sigma Quadrat bekommen. Und wenn ich jetzt hier dann mehr als einen Schritt in die Zukunft gehe, habe ich dann eine Autokovarianz von 0 bekommen. Das ist jetzt hier nochmal zusammengefasst, das, was wir jetzt hier dann herausgefunden haben. Also wird das dann offensichtlich, ne, also, nein, also die Formel, die Sie dann jetzt hier dann sehen am Ende, ne, für, oder die Sie gesehen haben jetzt hier dann bei der Zusammenfassung, wo die Autokovarianz dann stand, wird der, das ist ja hier dann sozusagen die gleiche Formel, die Sie jetzt hier dann nochmal bei der Zusammenfassung dann sehen. Nur da habe ich jetzt hier dann keine geschweift. Also hier habe ich keine geschweiften Klammern mehr, aber ansonsten ist es ja dasselbe. Okay, meine Damen und Herren, das ist ja hier das, was ich jetzt hier dann ergeben hatte. Und jetzt schaue ich mir dann an, wie das jetzt hier weitergeht. Beispielsweise, ich versuche das jetzt nämlich dann im späteren Verlauf zu verallgemeinern. Also wir sind jetzt hier dann mit Moving Average Prozess der Ordnung 1 jetzt mal fertig, was die Stationarität angeht. Jetzt schaue ich mir das mal an mit der Autokovarianz von Moving Average Prozesse der Ordnung 2 oder mehr. Was den Erwartungswert und was jetzt hier dann die Varianz angeht, das ist relativ leicht zu bestimmen. Erwartungswert einer Summe ist die Summe der Erwartungswerte und die Varianz der Summe wird dann die Summe der Varianzen sein, weil wir hier keine Autokorrelation haben. Ja, also bezüglich jetzt hier dann des White Noises. Also das Einzige, was jetzt hier dann interessiert, ist im Prinzip jetzt hier dann die Autokovarianz und ich habe jetzt hier dann einen Prozess der Ordnung 2 mitgebracht. Hier die Gleichung wäre jetzt hier dann, also V plus Epsilon T plus B1 mal Epsilon T minus 1 plus B2 mal Epsilon T minus 2. Sie gehen jetzt also zwei Schritte in die Vergangenheit. Okay. Und wenn Sie dann zwei Schritte in die Vergangenheit dann gehen, dann hängt auch davon die Autokovarianz dann ab, wie weit ja im Prinzip jetzt hier dann in die Zukunft blicken möchten. Wenn Sie mehr als zwei Schritte dann in die Zukunft blicken möchten, gibt es dann keine Autokorrelation oder beziehungsweise keine Autokovarianz mehr oder beziehungsweise die ist dann 0. Ne? Das heißt, der Prozess hat dann einen beschränkten Einfluss, was jetzt hier in dem Fall die Zukunft angeht. Ne? Das ist jetzt das, was unter endlichem Gedächtnis jetzt hier dann verstanden wird. Also der Prozess hat ein endliches Gedächtnis. Nach zwei zeitlichen Verzögerungen gibt es dann keinen Einfluss mehr. Das werde ich jetzt hier nochmal zeigen. Aber zunächst mal, wenn ich jetzt hier nur einen Schritt in die Zukunft gehe, ne? Also bei einem Schritt ist es ja dann noch, gibt es ja noch Überlappung, das werden Sie jetzt hier nochmal sehen. Also ich schaue mir jetzt hier nochmal die Überlappung dann an. Wie gesagt, ich betrachte jetzt hier dann erstmal die einzelnen Werte des Prozesses, brauchen Sie jetzt hier auch nicht abschreiben und schaue mir jetzt hier an, wo Sie sich jetzt hier dann überlappen. Dazu muss ich mir jetzt eigentlich nur die Indizes der jeweiligen Werte für Epsilon jetzt hier dann etwas genauer anschauen. Das habe ich jetzt hier nochmal vorbereitet. Das ist jetzt hier dann das eine, das ist jetzt hier dann das andere. Die Konstante habe ich jetzt hier schon von vornherein rausgekickt. Ja, also die ist jetzt sowieso nicht mehr dabei. Na, nur, dass Sie, nee, also nicht, wenn Sie sich jetzt hier dann wundern und so. Ja, das ist ja hier dann nicht mehr drin. Okay. Ja, und dann schaue ich mir an, wo sich jetzt hier dann die Sachen dann überlappen. Also wo habe ich jetzt hier dann Beobachtungen überall, na, zu welchen Zeitpunkten und so. Bei dem Grünen, okay, habe ich Beobachtungen zum Zeitpunkt T. Ich habe dann Beobachtungen zum Zeitpunkt T minus 1 und ich habe dann Beobachtungen zum Zeitpunkt T minus 2 drin. Also hätte ich ja dann, ne, wenn ich ja hier den Prozess jetzt hier dann hätte. Und bei dem Pinken habe ich jetzt hier dann Beobachtungen zum Zeitpunkt T plus 1, zum Zeitpunkt T und zum Zeitpunkt T minus 1 und Sie sehen ja hier dann die Überlappung hier, ne? Die beiden überlappen sich. Damit ist ja hier noch Autokovarianz vorhanden, sodass ich ja im Grunde genommen jetzt hier das dann auch noch betrachten kann und dann ist die Frage, wo welche überlappen sich, also ich werde jetzt hier dann gleich die nochmal sammeln. B
Zunächst mal Epsilon T mit B1 mal Epsilon T. Das heißt, es gibt dann 1 mal B1. Okay, deswegen steht ja hier dann 1 mal B1 mal ne, Sigma Quadrat wird nämlich die Invarianz davon sein. Also ich muss ja hier nur sozusagen eigentlich nur die Koeffizienten für die jeweiligen stochastischen Prozesse jetzt einfach miteinander multiplizieren. Also hier steht, gucken Sie mal, eine 1, die gut, einmal Epsilon T ist Epsilon T. Und hier steht dann B1 mal Epsilon T. Dann habe ich jetzt hier einfach nur die beiden Koeffizienten miteinander mal genommen. Das reicht. Also wo sich das jetzt überlappen. Und analog können Sie damit ja im Prinzip jetzt hier dann auch den zweiten Summanden, der kommt jetzt hier nämlich dann dazu, ebenfalls bestimmen. Und zwar, indem Sie dann gucken, okay, wo sind die Koeffizienten? Na, letzte im Endeffekt, jener Teile des Prozesses, die sich dann überlappen. Ich habe jetzt hier dann B1 mal Epsilon T minus 1 und hier B2 mal Epsilon T minus 1. Das heißt, die beiden Koeffizienten sind B1 und B2. Die schreibe ich nur nochmal ab. B1 kommt jetzt hier aus dem grünen Teil, B2 jetzt hier dann aus dem pinken und das war's. Und das ist jetzt hier dann der Faktor, mit dem ich jetzt in der Sigma-Quadrat multipliziere. Das war's. Ja, also das ist jetzt hier so grob zusammengefasst jetzt hier dann die Rechnung, die sich jetzt hier dann daraus ergibt. Ne? Kann man ja hier dann eigentlich auch schon aus der Zeichnung dann erkennen. Okay. So. Dann schaue ich mir an, wie das jetzt hier aussieht, wenn ich jetzt hier dann zwei Schritte gehe. Wie gesagt, das Grüne bleibt gleich. Alles, was sich jetzt hier dann ändert, ist der Prozess hier. Okay, wenn ich jetzt hier dann zwei Schritte in die Vergangenheit gehe, in die Zukunft gehe, muss ich jetzt hier dann einfach T bei diesem Wert durch T plus 2 ersetzen. Dann bekomme ich das hier. Und wenn ich das jetzt hier dann umrechne, bekomme ich dann das hier. Ja, okay. Das sollte jetzt hier dann auch nachvollziehbar sein. So, und dann schaue ich mir an, wo ich Beobachtung habe. Ich habe Beobachtung zum Zeitpunkt t plus 2, ich habe Beobachtung zum Zeitpunkt t plus 1 und ich habe Beobachtung zum Zeitpunkt t. Okay? Und das ist die einzige Überlappung hier. Dann nehme ich die Koeffizienten der Prozesse, wo sich jetzt dann überlappt. Also gucken Sie mal, hier bei 1, also einmal Epsilon t und ich habe jetzt hier dann b2 mal Epsilon t. Das heißt, das Produkt, was sich dann ergibt aus den Koeffizienten, wird dann sein 1 mal B2 und das war's. Okay, da kann ich das jetzt in Klammerchen setzen, muss aber nicht mehr. Da multipliziere ich jetzt hier das noch mit Sigma Quadrat und das war's dann auch schon. Okay, das war's. Okay, alles klar. So. Ich habe jetzt hier dann drei Schritte. Und wie Sie jetzt hier dann merken werden, in dem Fall, wo ich dann drei Schritte gehe, wird es keine Autokohärenz mehr geben. Oder beziehungsweise ist es dann null. Weil sich dann die Prozesse dann nicht mehr überlappen. Also ich gehe dann zu weit in die Zukunft. Ja, das ist so, dass ich jetzt hier dann die Prozesse dann überlappen. Okay, also hier, wenn ich jetzt hier dann T durch T plus 3 ersetze, das ist das, was sich dann ergibt. Wo habe ich jetzt hier dann Beobachtung? Zu welchen Zeitpunkten? Ich habe Beobachtung zum Zeitpunkt T plus 3, T plus 2 und T plus 1. Und nirgendwo eine Überlappung jetzt hier zum Grün. Also ist die Autokovarianz 0. Ich gehe dann also schon zu weit. Okay, jetzt passen Sie auf, jetzt versuchen wir das zu verallgemeinern. Ich fasse das jetzt hier nochmal kurz für die Prozesse, dann, also für diesen MA2-Prozess jetzt hier nochmal zusammen, was wir dann hier bekommen. Okay. Also ob jetzt eine Autokovarianz vorliegt oder nicht, beziehungsweise wie sie aussieht, hängt davon ab, wie weit ich in die Zukunft hineinschaue. Okay? Wenn ich einen Schritt gehe, dann war das das Ergebnis. Wie gesagt, das ist jetzt hier nur eine Zusammenfassung, was ich jetzt hier dann hatte. Also hier, ich schreibe es einfach nochmal ab. Wenn ich zwei Schritte gehe, okay, sehen Sie ja hier, wenn ich zwei Schritte in die Zukunft gehe, war das die Autokovarianz. Und wenn ich dann mehrere Schritte gehe, also mehr als zwei Schritte, dann wird ja sozusagen jetzt hier dann die Autokorrelation bzw. die Autokovarianz verschwinden. Okay? Das ist ja hier die Zusammenfassung der Betrachtung, die ich jetzt hier dann angestellt hatte. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich das alles verallgemeinern? Zunächst mal muss ich mir jetzt hier dann anschauen, okay, welche Regelmäßigkeiten sich jetzt hier dann ergeben bezüglich jetzt hier in dem Fall der Multiplikation der einzelnen Koeffizienten miteinander. Okay? Also wo fängt das an und wo hört das auf? Zunächst mal, was Sie hier sehen sollen, ist, dass der letzte Koeffizient, der jetzt hier in den jeweiligen Summanden auftaucht, B2 ist,
Und das ist dann der Koeffizient, okay, der sozusagen letzte im Endeffekt den Final angibt, ja, also sozusagen im Prinzip jetzt hier dann den letzten Wert, wo Sie jetzt hier dann den direkten Einfluss der Vergangenheit des Störtems jetzt hier noch mit drin im Prozess dann haben. Okay, also das können Sie sich ja hier dann merken. Na, okay, hier 2, 2 und so weiter. Wie gesagt, das ist jetzt, die einzige Ausnahme ist jetzt, wenn ich da mehr als zwei Schritte gehe, aber wenn ich da mehr als zwei Schritte gehe, habe ich dann sowieso keine mehr. Also das beschränkt sich jetzt hier dann darauf. Okay, das sollte man jetzt hier dann sehen. Ja, also das ist ja sozusagen der letzte Wert. Okay, der letzte. Alles klar, das sollte man hier nochmal im Gedächtnis behalten. Okay. Und wie ich jetzt hier dann die anderen konstruieren kann, beziehungsweise ob die dann da sind, das möchte ich jetzt hier nochmal dann zeigen. Aber das ist jetzt erstmal ausreichend, wenn Sie sich jetzt hier mal anschauen, dass der letzte Koeffizient immer dem Parameter dann entspricht, was Sie jetzt hier dann als letztes bei dem Prozess hier nochmal sehen. Also das heißt, bei dem letzten Schritt in die Vergangenheit haben Sie dann B2. Das heißt, das wird dann immer der letzte Koeffizient dann bleiben. Okay? Ich werde das jetzt hier aber zunächst mal wie folgt verallgemeinern, weil das jetzt hier ein bisschen komplizierter ist. Ja? Weil was Sie jetzt hier nämlich dann sehen, 1 mal BH plus 1 mal B1 mal B1 plus H, das sehen Sie ja hier, okay. Diese Darstellung, die Sie hier sehen, fasst jetzt hier dann die beiden Werte zusammen. Ich möchte mal versuchen, das jetzt hier nochmal zu schildern, warum, was ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Ich habe jetzt hier zunächst mal nur die Werte H gleich 1 und H gleich 2. Wenn H gleich 1 ist, steht jetzt hier dann B1, okay, plus B1 mal B1 plus 1, was dann zu B1 plus B1 plus B1 plus B1 mal B2 jetzt hier dann wird. Okay, das ist jetzt hier dann das, was Sie jetzt hier dann auch gesehen hatten, das hier, ne? Hier stand ja das dann da, okay. So, und wenn ich jetzt hier dann H gleich 2 ist, wie gesagt, entweder ist es dann 1 oder 2. Was anderes kann es ja nicht sein. Wenn 2 ist, geht es ja noch. Steht ja hier dann einmal B2. Okay. Und dann hier würde dann stehen B1 mal B3. Aber B3 taucht da nicht auf, weil B3 ja 0 ist. Okay. Also B3 ist 0, fliegt raus. Das heißt, dann bleibt nur noch übrig 1 mal B2. Ja, das muss man natürlich wissen, ja. Dass die Koeffizienten sozusagen jetzt hier in dem Fall, die da nachkämen, ja alle 0 sind. Warum? Ja gut, weil ja im Prinzip das jetzt hier nur ein MA2-Prozess ist. Ich gehe ja nur 2 Schritte in die Vergangenheit zurück, nicht 3 Schritte. Das ist ja hier dann nicht mehr da. Okay? Also ist das sozusagen, was übrig bleibt. Und ja, das ist jetzt hier dann der letzte. Das heißt, dieser Wert B1 mal B3 wäre dann 0 und das fliegt dann raus. Okay? Das heißt, dann hätten Sie ja diesen Ausdruck, den Sie ja hier in der Mitte dann sehen. Das ist jetzt das, was dann rauskommt. Okay, also auch, das steckt ja hier dann mit drin. Und das ist jetzt hier dann die Möglichkeit, wie ich das dann verallgemeinere. Okay, also das werde ich jetzt hier dann benutzen für MAQ-Prozesse, meine Damen und Herren. Okay, MAQ-Prozesse. Und das zeige ich jetzt hier nochmal dazu. Der letzte Ausdruck ist dann immer 2. Ja, weil wenn das jetzt hier dann 3, 4 oder 5 wird, ist es dann beim MA2-Prozess dann 0. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie das jetzt hier dann aussieht. Jetzt hier dann mit zum Beispiel jetzt hier dann für MA3-Prozesse. Das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Das braucht man jetzt hier dann nicht mehr. Das ist jetzt hier dann die Vorgehensweise. Na, M, also hier jetzt hier dann zum Beispiel H kann jetzt hier dann sein 1, 2 oder 3. Wenn es 3 ist, ja, gehe ich jetzt hier mal den Fall jetzt hier nochmal kurz dann nur den Fall jetzt hier dann an, wenn es jetzt hier dann 3 ist, gucken Sie mal, da steht jetzt hier dann einmal B3 plus B1 mal B4. B4 ist aber 0, das heißt, der fliegt dann raus. Plus B2 mal B5. B5 ist aber 0, taucht hier nicht auf. Ist das also letztes Endes, die fliegen dann raus. Ich kann das jetzt hier aber trotzdem zunächst mal hier dann damit zusammenfassen. Okay? Wichtig ist, dass Sie sehen, im Prinzip, dass der Index des letzten Ausdrucks immer der Lag-Ordnung des MA1-Prozesses jetzt hier dann entspricht. Wenn Sie sich das darüber klar sind, dann wissen Sie dann auch im Prinzip, dass dann die anderen, wenn es jetzt hier dann darüber hinausgehen würde, dann sich jetzt hier dann zu 0 ergeben. Okay? Aber das jetzt hier nur am Rande. So, und wenn Sie dann mehr als 3 Schritte in die Zukunft dann gehen möchten, dann ist natürlich die Autokovarianz 0. Das sehen Sie ja hier.
So, und das werde ich jetzt hier dann benutzen, um das zu verallgemeinern für MAQ-Prozesse. Also wenn ich jetzt hier dann MAQ-Prozess jetzt hier dann sozusagen hier oder beziehungsweise deren Autokovarianz, das war nämlich das Einzige, was jetzt hier etwas so ein bisschen schwierig war, jetzt hier dann zusammenfassen möchte. Hier sehen Sie nochmal den MAQ-Prozess. Sie gehen dann Q-Schritte in die Vergangenheit für den Störtime jetzt hier dann zurück. Okay, das ist ja hier damit dann auch gemacht und dann hätte ich jetzt hier dann den Erwartungswert sozusagen dann hier auch schon wieder aus der Konstanten dann, was ich dann bekäme, weil die Erwartungswerte sämtlicher Realisation des oder sämtliche Werte jetzt hier dann des stochastischen Prozesses Epsilon 0 sind. Epsilon ist ja im Grunde genommen ein stationärer White Noise Prozess. Das ist ja per Definition ein stationärer Erwartungswert, ist dann somit dann 0 von allen. Folglich ist jetzt hier dann die Konstante, die jetzt hier dann bleibt. Okay. Alles klar, dann habe ich jetzt hier dann die Varianz des Prozesses. Die Varianz des Prozesses ist dann das hier. Das ist jetzt hier dann ne, die Varianz der Summe ist die Summe der Varianzen. Das würde sich jetzt hier dann zu diesen ne, Summen jetzt hier dann ergeben. Okay. Sie müssen das quadrieren, 1 quadrieren und so. Ne, das haben Sie dann hier stehen und dann haben Sie das. Und die Autokovarianz, das ist jetzt nämlich das, was interessant ist. Also wie weit gehe ich jetzt hier dann in die Zukunft hinein? Also wie die aussieht, hängt ja letztendlich im Endeffekt davon ab, wie viele Schritte Sie jetzt hier dann in die Zukunft dann gehen. Sie dürfen dann, wenn Sie jetzt, damit Sie noch eine Autokovarianz dann haben, Sie dürfen dann höchstens nur Q-Schritte in die Zukunft dann schauen. Und dann ergibt sich jetzt hier dann diese komische Summe, die wir jetzt hier dann hatten. Ich habe jetzt hier das dann nochmal verallgemeinert. Die sieht jetzt hier allgemein so aus. Okay, das ist ja hier sozusagen das, was man dort bekommt. Okay, ich hatte Ihnen das ja hier schon zumindest dann auch gezeigt. Ne? Okay, und was jetzt hier dann offensichtlich ist, dass die Differenz hier dann der jeweiligen Koeffizienten oder Indizes der jeweiligen Koeffizienten immer H ist. Ne? Das ist ja eigentlich immer so, sozusagen die zeitliche Verzögerung. Okay, aber nur für den Fall, dass Sie dann höchstens so viele Schritte in die Zukunft dann schauen, wie die Lag-Ordnung des Prozesses. Okay, das ist jetzt nämlich dann Q. Also bei zwei MA2-Prozessen war das jetzt hier dann höchstens 2 Schritte in die Zukunft. Bei MA3-Prozessen war das jetzt hier dann höchstens 3 Schritte in die Zukunft und so weiter, ja. Also mehr als Q-Schritte sollten Sie das nicht machen, weil wenn Sie dann, okay, also ich meine, Sie können es ja machen, aber da kommt natürlich dann 0 heraus und das ist für die Autokorrelation. Das heißt, da gibt es jetzt hier dann keinen Einfluss mehr des Prozesses. Und dann habe ich jetzt hier dann wieder endliches Gedächtnis, meine Damen und Herren. Ne? Okay. Ja, das ist ja hier dann dazu. So. Also das ist eine wesentliche Eigenschaft von MAQ-Prozessen. Hier nochmal die Darstellung mit den Lag-Polynomen. Also hier, dass Sie das jetzt hier nochmal sehen. Ich habe das jetzt hier nochmal hingeschrieben. Ne? Also diese Darstellung haben Sie ja schon mal gesehen. Ich wollte das jetzt hier nochmal so ein bisschen dann einblenden. Weil ich möchte damit jetzt ein bisschen herumspielen, um weitere Eigenschaften jetzt hier dann zu analysieren. Ne? Also hier, Sie würden ja das bekommen, ich habe das jetzt hier nicht nochmal hingeschrieben. So, ich schreibe das jetzt hier nochmal hin. Hier ist der Lag-Polynom und untersuche das jetzt hier dann im weiteren Verlauf zunächst mal hier, was so ein paar weitere Eigenschaften jetzt hier dann betrifft. Okay? Ich möchte jetzt, um weitere Eigenschaften des Prozesses hier dann zu analysieren, jetzt nur für, wie gesagt, MA1-Prozesse hier, okay, möchte ich jetzt hier dann zunächst mal den Prozess etwas anders darstellen. Also hier, wie gesagt, das ist ja das, was Sie jetzt hier dann sehen. Und zwar 1 geteilt durch BL des Prozesses würde dann jetzt hier im Prinzip sich ergeben, wenn Sie auf beiden Seiten hier von dieser Darstellung durch BL dividieren. Das mache ich jetzt hier mal kurz. Das ist jetzt so eine Pseudodivision ja im Prinzip, weil man das jetzt hier dann nicht richtig machen kann. Aber das wäre sozusagen das Ergebnis davon. Hier würde sich dann BL ja natürlich herauskürzen. Okay. Das heißt, das, was jetzt hier dann übrig bleibt, ist dann das hier. Okay. Wie gesagt, das ist jetzt nur für die Darstellung, meine Damen und Herren. Und ja, und dann schaue ich mir an, welche Eigenschaften es jetzt hier dann noch hat. Also hierfür, um das jetzt hier nochmal analysieren zu können. Schauen Sie sich das mal an. 1 geteilt durch BL, was Sie hier haben, das war ja gewesen 1 geteilt durch 1 plus B mal L im Prinzip, lässt sich wie folgt darstellen.
Und zwar als Grenzwert von geometrischen Reihen. Als Grenzwert von geometrischen Reihen, das sehen Sie ja hier. Gut, ich habe jetzt hier das nochmal auf diese Gestalt gebracht, damit ich jetzt hier das dann ablesen kann. Weil das hier kann man nämlich, passen Sie auf, mit Hilfe der Summform für konvergente geometrische Reihen jetzt hier nochmal darstellen. Wie? Das sehen Sie hier. Und zwar, also ich zeige jetzt Ihnen mal kurz nochmal die Formel, die hatten Sie schon ein paar Mal gehabt und ich schaue mir das jetzt hier nochmal an. Und zwar, diese folgende unendliche Reihe, die Sie jetzt hier dann sehen, q hoch j, ist dann 1 geteilt durch 1 minus q für den Fall jetzt hier, dass dann Betrag von q kleiner als 1 ist. Damit der Betrag von q kleiner als 1 ist, muss natürlich dieser Ausdruck existieren. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das der Fall ist. Das ist nämlich eigentlich auch immer so, dass dieser Ausdruck existiert. Das kann man nämlich dann zeigen. Wenn ich jetzt hier dann das mit der gleichen Analogie hier dann anwende, dann kann ich ja hier, das sehen Sie ja, was jetzt hier dann Q sein soll, minus B mal L ist ja dann Q, kann ich ja dann das durch minus B mal L ersetzen und bekomme jetzt hier dann von J gleich 0 bis plus unendlich, und zwar Q hoch J, was Sie ja hier sehen, aber Q ist dann minus B mal L, also setzen wir das dann ein und fertig. Jetzt fragen Sie sich, okay, warum mache ich das hässlicher und so? Das ist eine berechtigte Frage im Übrigen, aber da, um das jetzt hier dann zu beantworten, muss ich jetzt hier nochmal ein paar Kleinigkeiten jetzt hier dann machen, ja, um das jetzt hier nochmal zu zeigen. Minus b mal l hoch j, ja, kann man jetzt hier sozusagen mit einer ganz normalen Potenzenrechnung jetzt hier dann auseinandernehmen. Das wäre jetzt hier dann minus b hoch j mal l hoch j. Okay, und verknüpfe jetzt, passen Sie auf, diesen Ausdruck, den ich jetzt hier dann hierfür fand, ne, mit Hilfe der geometrischen Reihe. Auch für die Taylor-Entwicklung hätte dann das jetzt hier dann auch genügt. Mit Hilfe der, ne, geometrischen Reihe nehme ich jetzt hier dann das hier und ersetze das dann da oben. Weil dann hat ja nämlich der Lec-Operator direkt einen Einfluss auf yt. Das will ich mir jetzt etwas genauer anschauen. Der Lec-Operator, Sie wissen ja, ist ja nur da, wenn ja dieser im Prinzip mit einem stochastischen Prozess verknüpft wird. Wenn der mit einer Konstanten verknüpft wird, verschwindet der. Also das heißt hier dieser Ausdruck 1 geteilt durch bl mal v, degeneriert dann zu, gut, also in dem Fall, ne, was Sie jetzt hier dann nochmal sehen, das wird ja hier sozusagen dann V mal dieses ganze Zeug hier sein, aber dazu gleich mehr. Ne? Also der Lec-Operator verschwindet dann bei einer Konstanten. Also, wir ersetzen das dann. Ich habe das jetzt hier dann herausbekommen durch die Konvergenz von geometrischen Reihen oder durch die Summform für konvergente geometrische Reihen. Und ersetze jetzt hier dann diesen Ausdruck 1 geteilt durch BL jetzt hier sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite durch den hier. Sie fragen sich vielleicht warum, aber das werden Sie dann einmal gleich sehen. Also hier auf der linken Seite habe ich es, das ist ja dann das hier, und auf der rechten Seite habe ich es. Okay, und dann habe ich jetzt hier nur noch Epsilon da stehen. So. Okay, das wird jetzt hier ein bisschen vereinfacht. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Die linke Seite, okay, die bleibt jetzt mal außen vor. Ich kümmere mich erstmal hier drum. Wenn der Lec-Operator nicht auf einen stochastischen Prozess trifft, wie hier, ist eine Konstante, dann verschwindet der. Kann ich jetzt ihn einfach streichen. Okay? Ich kann ihn einfach weglassen. Es ist ja kein stochastischer Prozess dabei, der mit dem Lec-Operator verknüpft ist. Das ist per Definition so. Und die Formel hier, das ist wiederum eine konvergente geometrische Reihe, die kann ich ja dann letztlich im Endeffekt hier, also für den Fall, dass sie dann konvergiert, aber davon gehe ich jetzt hier mal an dieser Stelle einfach mal aus, kann ich ja im Prinzip jetzt hier dann wie folgt darstellen. Ne? Das ist ja q hoch j von j gleich 0 bis plus unendlich ist dann 1 geteilt durch 1 minus q. Die Formel haben Sie ja schon ein paar Mal gesehen. Wenn jetzt hier dann q minus b ist, wird 1 geteilt durch 1 minus q zu 1 geteilt durch 1 plus b, wäre jetzt hier dann werden. Okay, das heißt, das kann ich ja hier wiederum verschwinden lassen. Und dann habe ich jetzt hier nur noch den Störterm. So, das blende ich jetzt hier mal aus und verändere jetzt hier dann noch zusätzlich dazu ein bisschen die linke Seite dieser Darstellung. Okay, so. Und da bekomme ich was Interessantes raus. Jetzt nicht, was die einzelnen Parameter angeht, sondern was jetzt hier dann die Darstellung angeht.
Also passen Sie auf. Hier dem, also ich konzentriere mich ja wie gesagt hier da drauf. Okay, wenn wir das jetzt hier dann ausmultiplizieren, in Anführungszeichen. Okay, bei j gleich 0 ist der Exponent des Lec-Operators ja 0, dann Prozess bleibt ja dann stehen. Ne? Bei minus b hoch 0 ist ja dann b, das heißt, der erste Summand wird dann yt sein. Der zweite Summand ergibt sich, wenn ich j gleich 1 setze. Das wäre jetzt hier dann minus b hoch 1, das ist ja dann minus b, ich habe hier trotzdem plus b geschrieben, aber das ist ja hier dann sozusagen hier noch mit drin. Okay, das heißt, eigentlich, also gut, ich meine, ich habe jetzt hier nochmal einen Schritt jetzt hier nochmal zusammengefasst. Hier habe ich ja sozusagen yt einfach aus der Summe dann herausgenommen, aus der hier. Okay, und diese Summe geht jetzt hier dann von j gleich 1 bis plus unendlich dann weiter, was Sie jetzt hier dann sehen. Okay, also das ist ja das, was jetzt hier sozusagen dann weiterläuft. Okay, und was man jetzt hier dann hat, ist, dass der Lec-Operator verknüpft mit dem stochastischen Prozess immer sozusagen zu der Vergangenheit des Prozesses dann führt. Das ist ja per Konstruktionem so. Und in so viele Schritte in die Vergangenheit, wie ich ja im Prinzip jetzt hier dann, also wie ich den Exponenten ja hier dann für den Lec-Operator dann vorfinde. Also hier ist es dann immer j. Das sind ja jeweils j-Schritte, deswegen gehe ich dann j-Schritte in die Vergangenheit dann zurück. So, was sehen Sie eigentlich im Prinzip ja hier? Das ist ja nämlich dann das Gleiche. Sie sehen ja, wenn Sie das jetzt hier nochmal so ein bisschen dann zusammenfassen, also das hier minus dieses Zeug hier, wenn Sie das jetzt hier nochmal so ein bisschen dann ordnen, okay, und dann plus jetzt hier dann der Störterm. Und woran erinnert Sie das? Also ich habe jetzt hier eine Konstante, wie gesagt, die sieht halt so aus, wie sie aussieht. Und dann eine Summe, gut, die alterniert natürlich, ja, so, sowohl jetzt hier als auch jetzt hier dann bei den Vorzeichen, einmal plus, einmal minus. Aber das ist dann egal. Ich habe hier einen autoregressiven Prozess. Sehen Sie es? Und dieser autoregressive Prozess hat welche Ordnung? Der autoregressive Prozess, na, der jetzt hier dann vorzufinden, also der vorgefunden werden kann, hat eine Ordnung von unendlich. Das ist jetzt hier dann, was Sie sich das hier mal anschauen, also wenn ich das jetzt hier nochmal so ein bisschen dann auseinanderziehe, hier nochmal. Das ist ein autoregressiver Prozess. Ne? Hier, ich habe das jetzt hier einfach mal ausmultipliziert. Das wäre jetzt hier dann das hier. Der Ordnung unendlich. Damit kann ich ja hier zunächst mal Folgendes festhalten. Ein MA1-Prozess impliziert somit einen autoregressiven Prozess der Ordnung unendlich. Und da steckt, wie gesagt, diese ganze theoretische Betrachtung und so, das ist jetzt hier alles nur Manipulation. Also ich habe ja sozusagen einen MA1-Prozess in einen autoregressiven Prozess der Ordnung unendlich überführt. Natürlich unterliegt dieser Prozess einen gewissen, bestimmten Einschränkungen. Also der hat nämlich nur zwei Parameter, wie Sie sehen, nämlich B und V. Okay, also hier steht B und V. Das heißt, also B ist jetzt hier dann das Einzige, wie das jetzt hier dann so ein bisschen dann auftaucht. Und der alterniert hier zwar, das macht aber nichts. Sie sollen jetzt hier dann nämlich Folgendes erkennen. Und das ist ja hier dann die Rechtfertigung für die Einführung von MA1-Prozessen. Und zwar, wenn Sie, mal angenommen, autoregressive Prozesse schätzen wollen, die eine sehr große Ordnung haben, okay, zum Beispiel, was weiß ich, 200 oder so, ja, Sie müssten dann quasi 200 Schritte in die Vergangenheit zurückgehen, hätten Sie dann 200 Parameter zu schätzen. Das ist nicht besonders praktisch, meine Damen und Herren, weil die Anzahl der Parameter, die Sie dann jetzt schätzen wollen oder schätzen müssten, sehr hoch ist, also vergleichsweise hoch ist. Okay? Stattdessen, na, wie gesagt, um das zu vermeiden, dass das Modell zu groß wird, würde man empfehlen, nicht so weit jetzt hier bezüglich der Vergangenheit des Prozesses von Y zu gehen, sondern stattdessen, na, was man jetzt hier dann hat, die Vergangenheitswerte von den Störvariablen damit einzufügen. Weil, wie Sie sehen, ich kann ja damit zumindest, der, wie gesagt, dieser Prozess unterliegt gewissen Einschränkungen, das sieht man ja hier, also wie gesagt, dieser Parameter B ist ja fix, den kann ich ja nicht verändern, aber es macht ja nichts. Das ist ein Prozess unendlich großer Ordnung, also ein autoregressiver Prozess unendlich großer Ordnung, verstehen Sie? Das heißt, wenn man, und das wird jetzt Ihnen die Anwendung sein, wenn man autoregressive Modelle hat, die eine sehr große Ordnung haben, wo man sehr, 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 sehr weit in die Vergangenheit zurückgehen würde oder zurückgehen müsste, was ja hier dann die Modelle sozusagen so ein bisschen dann unpraktisch, ja,
wären, weil die dann einfach zu groß sind. Vielleicht hat man ja gar nicht so viele Beobachtungen. Dann würde sich stattdessen lohnen, vielleicht jetzt hier dann, ne, im Prinzip 1 bis 2 Schritte jetzt hier dann bezüglich der Vergangenheit der Störtems jetzt hier dann zurückzugehen. Und damit kann ich ja dann die gleiche Dynamik mehr oder weniger dann erfassen. Verstehen Sie, das ist dann sozusagen der Punkt. Okay? Warum nimmt man denn nicht gleich jetzt hier dann nur Werte oder nur vergangene Werte des Störterms? Ja gut, deshalb, weil der Prozess sowieso immer stationär wäre. Ja, das heißt, also das ist jetzt mit ein Grund, ja, im Prinzip. Und dann ein endliches Gedächtnis hat. Ja, weil ja, das ist ja auch beim autoregressiven Prozess ja nicht der Fall. Der Einfluss reicht dann unendlich weit, also des gegenwärtigen Wertes reicht dann unendlich weit in die Zukunft dann hinein. Also man nimmt da sozusagen dann einen Mischprozess und das ist ja hier dann das, was jetzt hier dann als nächstes kommt. Also nochmal diese ganzen Spielereien mit den Formeln und so sollten ja nur im Grunde genommen das verdeutlichen, dass ein MA1-Prozess, ein autoregressiver Prozess der Ordnung unendlich impliziert. Heißt also für große Prozesse, also Prozesse großer Ordnung, also autoregressive Prozesse große Ordnung, würde man stattdessen, na, wenn man jetzt hier dann zu viele Parameter dann hätte, wird man stattdessen hier in die Vergangenheit der Störterms gehen, um jetzt hier dann so einen großen Prozess zumindest jetzt hier dann erfassen zu können. Das ist die Idee von Moving Average Prozessen. Okay? Ich versuche das dann hier mal so ein bisschen dann nochmal zusammenzufassen, also hier, was für die praktische Anwendung diese Rechnung dann bedeutet, weil die müssen Sie ja nicht drauf haben. Das ist jetzt hier nur, um das jetzt hier dann zu verdeutlichen. Also fasse ich die Ordnung eines AR-Prozesses als empirisch, dass sich als zu groß erweist. Sie haben ein zu großes Modell, Sie müssten dann zu weit in die Vergangenheit gehen. Okay? Wäre das jetzt hier dann zum Beispiel dann sinnvoller, aus praktischer Sicht, wenn man bei der Modellierung mit einem kleineren AR-Modell jetzt hier dann quasi sich zufrieden gebe, dafür aber jetzt hier dann auch die Vergangenheit des Störtimes dann mit berücksichtigen würde. Okay, dann habe ich dann weniger Parameter zu schätzen. Das Modell wäre vielleicht nicht so gut, in Anführungszeichen, ja, weil ich dann nicht irgendwie 100% alles erfassen kann, sondern vielleicht nur 99,9% oder so, einverstanden. Aber dann hätte ich jetzt hier vielleicht nur 5 Parameter zu schätzen statt 5000. Das ist sozusagen jetzt hier dann der Vorteil davon. Und deshalb neigt man jetzt hier dann zu diesen sogenannten ARMA-Modellen oder zu diesen ARMA-Prozessen, wo ich jetzt hier bei einem autoregressiven Prozess hier dann noch zusätzlich die Vergangenheit des Störterms hier mit aufnehme. Ich zeige Ihnen das mal nochmal kurz, also was man jetzt hier dann hat. Also statt einem zum Beispiel einem AR-100-Prozess, ja, was jetzt hier dann so aussehe, gucken Sie mal, ich müsste jetzt hier dann 100 Schritte in die Vergangenheit zurückgehen, hätte dann hier mindestens 100 Parameter zu schätzen, ja, was jetzt hier dann asozial wäre vielleicht, ja, weil der Datensatz dafür nicht reicht oder so. Okay. Das ist unpraktisch. Ne? Das sehen Sie. Ich meine, theoretisch wäre es ja kein Problem. Das ist jetzt nur unpraktisch. Okay. Würde man stattdessen zum Beispiel jetzt hier dann vielleicht so ein AMA-2-3-Prozess jetzt hier dann machen. Also, dass man zum Beispiel jetzt hier dann 2 Schritte in die Vergangenheit des Prozesses Y geht, also dass man jetzt hier den direkten Einfluss jetzt hier noch hat. Und vielleicht 3 Schritte in die Vergangenheit der Störterms. Okay, dann habe ich jetzt hier dann nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parameter statt 101 zu schätzen. So, wie komme ich auf 2, 3? Ja gut, das war jetzt hier nur willkürlich. Das hätte auch 1, 1 sein können oder so. Wie gesagt, das weiß ich jetzt hier nicht. Ob ja sozusagen im Prinzip die Lag-Ordnung hier, kann man ja jetzt erstmal da nicht ausrechnen, in Anführungszeichen. Man kann aber mit sogenannten Informationskriterien, was ich Ihnen jetzt hier dann auch im späteren Verlauf der Vorlesung dann beibringen werde, entscheiden, okay, letzte im Endeffekt, ja, welches Modell man nimmt. Also ob man zum Beispiel ein AMA-2-3-Prozess dann nimmt oder zum Beispiel, was weiß ich, ein AMA-4-5-Prozess oder so. Also wie gesagt, das können ja mir die Informationskriterien jetzt hier dann für mich dann entscheiden. Also aus empirischen Daten natürlich. Weil für die Anwendung, wie gesagt, muss ich ja hier dann das Modell schätzen. Das machen wir übrigens nächste Woche, ja, so wie man jetzt hier dann sozusagen so ein AMA-Modell dann schätzt. Aber dazu dann später mehr, ja. Alles klar? So. Also das heißt, die Wahl des Modells erfolgt mit sogenannten Informationskriterien, die dann entscheiden über die Lag-Ordnung der jeweiligen Prozesse, okay, also des autoregressiven Teils und jetzt hier dann des Moving Average Teils. Was jetzt hier dann zusammengesetzt, jetzt hier dann sich zu einem Moving, also ein autoregressiven Moving Average Prozess der Ordnung 2, 3 jetzt hier dann sich ergibt. Das ist jetzt hier dann der Name davon. Also man sagt einfach nur kurz AMA. Also ein AMA-Prozess
ist ein autoregressiver Moving Average Prozess, wo dann beim autoregressiven Teil noch zusätzlich die Vergangenheit des Störtens mit berücksichtigt. Warum? Weil das erlaubt mir sozusagen dann, ne, im Modell, also kleinere Modelle jetzt hier dann zu nehmen, die also in Konkurrenz jetzt hier dann zu also einfach simplen autoregressiven Prozessen sehr große Ordnung, okay, wo man jetzt hier dann viele Parameter zu schätzen hätte. Okay, es kann ja wie gesagt sein, dass die Dynamik hiervon, von diesem Modell ähnlich ist wie zum Beispiel hiervon. Okay, dann wäre mir das dann auch egal. Und ich habe jetzt hier dann weniger Parameter zu schätzen, ne? Weil das ist natürlich immer ein Problem, wo kriege ich die Parameter her und so. Und je größer das Modell ist, umso schwieriger wird es. Deswegen, das sollte jetzt hier dann nicht zu groß werden, obwohl ja vielleicht das der Realität dann entspricht, verstehen Sie? Also auch wenn ich jetzt hier dann das sozusagen in der Realität dann hätte, das ist sozusagen wesentlich kompakter, kürzer und so weiter und so fort. Okay? Wir wollen jetzt hier im nächsten Verlauf die Eigenschaften von diesen AMA-Modellen jetzt hier dann untersuchen. Ich definiere das mal, also hier nochmal allgemein, ich habe das jetzt hier schon mal eingefügt, wie gesagt, eine Zusammensetzung eines autoregressiven Prozesses und eines Moving Average Prozesses führt dann zu diesem AMA-Prozess. Ich habe jetzt hier zwei Parameter drin, also nämlich die Lag-Ordnung. P bezieht sich auf die Lag-Ordnung des autoregressiven Teils. Ich schreibe das jetzt hier nochmal dazu. Okay, also hier Lag-Ordnung des autoregressiven Teils sieht jetzt hier dann so aus. Okay, das ist dann das hier. Und Q, meine Damen und Herren, bezieht sich auf die Lag-Ordnung des Moving Average Teils. Also hier, das wäre, wenn Sie, also wenn Sie das hätten, ja, das hier, das wäre ein simples AR-Prozess. Okay? Also simples Modell. Also ARP. Ja? Autoregressiver Prozess der Ordnung P. Wenn das hier so wäre. Ne? Okay. Aber ich habe jetzt hier noch die Vergangenheit der Störtems noch mit drin. Das heißt, es kommen jetzt hier dann noch diese Werte jetzt hier dann hinzu, wobei ich jetzt hier dann bezüglich des Störtems Q-Schritte in die Vergangenheit gehe und bezüglich des letzten Endeffekt des autoregressiven Teils P-Schritte in die Vergangenheit zurückgehen. Okay. Das ist jetzt ein allgemeines ARMA-Modell. Okay. Und wie man jetzt hier, wie gesagt, P und Q aus empirischen Daten bestimmt, dafür gibt es jetzt hier aus der Ökonomie, Ökonometrie, gibt es jetzt hier dann Entscheidungskriterien, die man jetzt hier sich dann zugrunde legen kann. Okay, wir schreiben dann einfach Y ist jetzt hier ein ARMA-Modell, ja, von 10 auf P und Q. Ja, das ist dann sozusagen alles. Okay? Meine Damen und Herren, wir jetzt hier dann schauen uns mal die folgende Bemerkung an, was jetzt hier dann die ARMA-Prozess jetzt hier dann angeht. Zunächst mal die Darstellung. Ja, ich kann jedes ARMA-Modell jetzt hier dann auf der folgende Art und Weise jetzt hier dann mit Lag-Polynom darstellen. Einmal das Lag-Polynom A für den autoregressiven Teil und einmal das Lag-Polynom B für den Moving Average Teil. Also jedes ARMA-Modell sieht im Prinzip jetzt hier dann so aus. Und das ist ja im Grunde genommen dann auch schon klar gewesen. Was ich jetzt hier dann mache, ist im Prinzip jetzt hier dann nur, dass das jetzt hier dann zusammengesetzt wird. Also der Slack-Polynom jetzt hier dann zum autoregressiven Teil sieht jetzt wie folgt aus. 1 minus A1 mal L1, also L hoch 1, minus A2 mal L hoch 2 und so weiter, minus und so weiter bis P. Also die Lag-Ordnung ist dann P. Dort habe ich jetzt hier dann Minuszeichen. Hatten Sie auch gesehen, ja, weil ja sozusagen dann die Werte von Y auf der rechten Seite dann müssten, ja, wenn man das jetzt hier in Anführungszeichen ausmultiplizierte. Und das Lag-Polynom jetzt hier dann für den Moving Average Teil sieht jetzt hier dann analog so aus, wie wir das jetzt hier auch schon hatten. 1 plus B1 mal L plus B2 mal L zum Quadrat und so weiter bis BQ mal L hoch Q. Das ist jetzt hier dann der letzte Teil. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr praktisch, zumindest jetzt hier für die Darstellung, denn jedes ARMA-Modell ist dann oder jedes ARMA-Prozess oder jeder ARMA-Prozess ist dann über die beiden Lag-Polynome A und B jetzt hier damit dann eindeutig bestimmt. So. Zunächst diskutieren wir jetzt hier dann auch ein paar Eigenschaften dieser Modelle. Und das sieht jetzt hier dann wie folgt aus. Und zwar,
was die Stationarität angeht erstmal. Dann und nur dann ist ein AMA-Modell stationär, wenn der autoregressive Portal jetzt hier dann stationär ist. Das ist eigentlich leicht zu nachzuvollziehen, denn der Moving Average Teil ist immer stationär. Und wenn jetzt hier dann eigentlich na, dort im Prinzip jetzt hier dann an dieser Schraube dann was gedreht wird, passiert ja gar nichts. Das heißt, wenn letztendlich im Endeffekt entscheidet sich die Stationarität durch den autoregressiven Teil und sonst nichts. Und das reicht ja sozusagen, wenn Sie dann einen Moving Average Prozess, also ein AMA-Modell jetzt hier dann auf Stationarität untersuchen, reicht es ja, wenn Sie einfach den autoregressiven Teil des Prozesses jetzt hier sich da mal anschauen. Und wann der stationär ist, das wissen wir ja. Okay, also da hatten wir das hier dann auch schon mal. Ich zeige Ihnen das mal gleich, also hier nochmal für die Darstellung. Na, jetzt hier dann mit den Neck-Polynomen und so. Und wann ist das Ding stationär? Also wie gesagt, Stationarität hatten wir jetzt hier dann über den autoregressiven Teil. Und wenn der stationär ist, dann existiert ja im Prinzip jetzt hier dann, na, zum Beispiel jetzt hier dann der Inverse, jetzt hier dann davon, das hatten wir ja schon. Also das heißt, das ist jetzt hier dann kleiner Null, also diese Wert existiert ja. Okay, kann ich ja dann sozusagen mit der Taylor-Entwicklung jetzt hier dann bestimmen. Also im autoregressiven Modell der Ordnung 1 haben da geometrische Reihen dafür dann komplett ausgereicht. Für autoregressive Prozesse der Ordnung 2 braucht man schon dann so ein bisschen dann, also gut, da die Taylor-Entwicklung kann man das jetzt hier damit machen. Das heißt, das hier muss dann gegeben sein. Wann ist das der Fall? Gut, also wie gesagt, für die Anwendung ist das relativ, ich sage jetzt mal relativ unnütz, ja. Besser ist, wenn man sich jetzt hier dann auf die Nullstellen des Lag-Polynoms A konzentriert, und zwar, wenn die Nullstellen des Lag-Polynoms alle einen Betrag haben, der größer als 1 ist, dann ist das Ding stationär. Punkt. Das ist ja hier eigentlich im Prinzip wie bei autoregressiven Modellen ja auch. Okay? Da jetzt hier dann der Moving Average Teil jetzt hier dann dazu kommt, wie gesagt, dadurch ändert sich jetzt hier dann die Stationarität nicht. Da reicht das jetzt hier dann aus und somit stimmen jetzt hier dann die Stationaritätsüberlegungen zu AMA-Modellen mit denen zu den autoregressiven Prozessen dann überein. Okay, jetzt hier noch eine zweite Bemerkung, und zwar, wenn wir jetzt hier dann einen stationären Prozess dann haben, okay, wir sehen jetzt hier dann Erwartungswert und Varianz und so weiter aus, das muss ich jetzt auch nochmal mir dann etwas genauer anschauen. Okay, die kann ich jetzt hier dann mit den Lag-Polynomen dann leicht ausdrücken. Zum Beispiel den Erwartungswert. Erwartungswert ergibt sich jetzt hier dann einfach, indem ich dann V, ne, die Konstante nehme und das jetzt hier dann durch das Lag-Polynom teile, wobei ich jetzt hier dann im Lag-Polynom den Wert 1 einsetze. Also sprich, Sie hätten dann 1 minus A1, 1 minus A2 und so weiter. Also wir werden jetzt hier gleich nochmal sehen, wie man das jetzt hier machen würde. Okay. Also mal angenommen, ich müsste jetzt hier den Erwartungswert dann ausrechnen. Für die Varianz, also die Betrachtung der Varianz ist ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, da hätte man sozusagen so einen Verschnitt aus den beiden und das ist jetzt hier dann etwas, ja, ich sage jetzt mal etwas schwieriger. Aber was man jetzt hier dann hat, ist nämlich die U-Walker-Gleichung und die ist jetzt hier dann genauso wie bei den AR-Prozessen der dann auch. Dass man ja hier im Grunde genommen dann die Autokorrelation dann auf, also zu, na, bezüglich der zeitlichen Verzögerung H über diese Gleichung jetzt hier dann einfach dann bestimmen kann. Ja, und hier iterativ sozusagen dann H-Schritte jetzt hier dann in die Zukunft hinein. Also das hatten wir ja schon und wie gesagt, das gilt jetzt hier dann auch weiterhin, was das jetzt hier dann angeht. Okay, allerdings nur, wenn man jetzt hier dann die zeitliche Verzögerung hat, die mindestens über P bzw. Q plus H hinausgeht. Ja. Weil wenn es jetzt nämlich dann weniger ist, dann kommt jetzt hier noch der Moving Average Teil ebenfalls noch mit rein. Okay, der Prozess hat aber ein endliches Gedächtnis und deswegen steht ja hier dann Q plus 1, ja, weil das soll ja dann weiter, also wir brauchen ja sozusagen dann, wir müssen dann über Q hinausgehen, okay, weil dann verschwindet dann nämlich dann der Moving Average Teil oder zumindest was die Autokorrelation angeht, verschwindet es dann komplett daraus, okay, wegen dem endlichen Gedächtnis des Moving Average Teils und dann habe ich jetzt nur noch die Autokorrelation im Grunde genommen des autoregressiven Teils nur noch drin bei dem Prozess. Wenn ich ja hier dann bis
zum Zeitpunkt Q, also bis ne, Q-Schritte jetzt hier dann gehen würde, was die zeitliche Verzögerung angeht, hätte ich jetzt hier noch zusätzlich den Moving Average Teil noch mit drin. Und der ist ein bisschen schwieriger. Okay. Aber ansonsten gelten ja die U-Walker-Gleichungen. Also U-Walker-Gleichungen galten ja auch jetzt dann für autoregressive Prozesse. Aber hier gilt das nur, wenn ich ja sozusagen so weit in die, ne, in die Zukunft hinausschaue, dass es dann weiter reicht als jetzt in die Lag-Ordnung des Moving Average Teils. Das ist ja das, was man ja hier dann berücksichtigen würde. Okay. Das jetzt hier nur dazu. Okay, meine Damen und Herren, jetzt betrachten wir eigentlich den häufigsten Fall, was jetzt eigentlich auch der einfachste ist. Und zwar AMA 111, ne? Also das heißt, ich gehe dann einen Schritt zurück, was den Prozess selbst angeht und einen Schritt bezüglich der Vergangenheit der Störterms. Okay, dann sieht das jetzt hier so aus, also A mal YT minus 1 und dann plus Epsilon. Also wenn das jetzt hier dann so wäre, wäre das jetzt einfach ein einfaches AR1-Modell. Da kommt aber jetzt hier noch eine zeitliche Verzögerung. Der Schock sieht hier noch mit rein, also hier im Prinzip, was die Vergangenheit dann angeht. Okay, und das macht man in der Praxis, wie gesagt, um kleinere Modelle zu haben. Ja, weil Moving Average Teil ja einen autoregressiven Teil, also autoregressiven Prozess der Ordnung unendlich dann impliziert. Natürlich mit gewissen Einschränkungen, aber das macht nichts. Das ist das einfachste Modell und das ist auch das häufigste damit. Okay, und wir diskutieren da so ein bisschen ein paar Eigenschaften, was das angeht. Zunächst mal die Darstellung mit Lag-Polynomen, das ist jetzt hier mittlerweile schon klar. Okay, A ist jetzt hier dann das Lag-Polynom des autoregressiven Teils und B ist jetzt hier dann das Lag-Polynom des Moving Average Teils. Das gilt jetzt hier dann eigentlich für jeden AMA-Prozess. Aber hier, wenn ich jetzt hier ein AMA 1,1 habe, ist der Lag-Polynom des autoregressiven Teils einfach 1 minus AL und der Lag-Polynom des Moving Average Teils ist dann einfach 1 plus B mal L. Okay, wenn Sie jetzt hier das dann nochmal damit reinsetzen, sehen Sie ja im Grunde genommen, na, also hier nochmal eine kleine Rechnung, um Sie dann zu überzeugen, dass das jetzt hier damit diese Darstellung dann übereinstimmt, sehen Sie ja schon im Prinzip, dass das, was hier unten steht, dem letztlich im Endeffekt, was dann oben steht, ja genügen würde. Okay, aber das ist jetzt hier nur am Rand, also das ist jetzt hier nur eine reine Darstellung, um das jetzt hier nochmal zu diskutieren. Also hier AMA 1,1 dargestellt jetzt mit diesem Lag-Polynom, ist jetzt hier dann das, was dann oben ist. Okay. Ich bleibe jetzt hier bei diesem Ausdruck, meine Damen und Herren. Okay, also bei dem jetzt. Okay. Und ich betrachte jetzt hier mal den Fall, dass die Konstante 0 ist. Wenn die Konstante nicht 0 ist, funktioniert die Rechnung trotzdem, nur die ist ein bisschen schwieriger. Das ist dann unnötig kompliziert. Okay. Deswegen betrachte ich jetzt hier nur mal den Fall, dass die Konstante 0 ist. Okay. Ansonsten, wie gesagt, wäre das nicht schwieriger. Nur etwas umständlicher. Also die Ergebnisse wären die gleichen. Es würde sich nicht ändern. Dann geht Folgendes. Und zwar, dann ergibt sich ja im Prinzip, wenn ich jetzt die Konstante nicht da wäre, könnte ich ja eigentlich mit dem Lag-Polynom 1 minus AL auf beiden Seiten teilen. Okay? Dann hätte ich jetzt mal das hier stehen. Wie gesagt, ohne die Konstante. Also mit der Konstanten und so, das ist ja hier dann letztlich im Endeffekt unnötig kompliziert. Wäre jetzt hier dann, also Sie hatten es jetzt schon mehrfach gesehen, ich bräuchte jetzt hier wieder die geometrische Reihung, das jetzt hier auseinanderzunehmen. Also das Ergebnis wäre dann V geteilt durch 1 minus A. Was jetzt hier noch dazu käme. Okay, das habe ich jetzt hier mal weggelassen. So. Jetzt schauen Sie sich mal diesen Ausdruck hier an. Okay. Mal angenommen, es gilt noch zusätzlich, das muss ja nicht immer gelten, aber mal angenommen, es gilt noch, dass a gleich minus b ist. Okay? Ich könnte also mal angenommen jetzt hier dann a durch minus b ersetzen oder b durch minus a, das ist ja dasselbe. Welche Konsequenz hätte das? Das hätte die folgende Konsequenz und zwar, dass dann ein White Noise entsteht. Ich setze das jetzt hier mal ein, also oben im Zähler bleibt alles gleich und unten steht dann 1 minus minus b mal l, was dann 1 plus b mal l jetzt hier dann wird. Okay, das ist das Gleiche. Und auch wenn es jetzt hier dann keine richtige Multiplikation ist, hier würde sich das jetzt hier dann herauskürzen, das heißt, dann würde jetzt hier nur noch der Schock übrig bleiben. Okay,
Also, und dann sehen Sie ja im Prinzip, dass der Prozess Y zu diesem Schock degeneriert. In dem Fall. Also wenn A gleich minus B ist, bleibt ja nur noch im Prinzip jetzt hier ein weit neues übrig. Gut, ich hätte noch die Konstante mit drin und so, aber die kann ich ja dann, wie gesagt, erstmal wegdenken. Also Konstante plus den Schock, aber das ist mir dann auch egal. Also da ist eigentlich nur noch der Schock selbst die treibende Kraft. Okay? Hier bei dem Spezialfall A mal 1, 1. Also wenn der eine Parameter mit dem negativen Wert des anderen übereinstimmt, dann habe ich ja nur noch ein White Noise drin. Das ist ja so, also der White Noise im Prinzip ist ein Spezialfall für den AMA 1.1 Prozess. Okay? Wo die Konstante nämlich 0 ist. Wie gesagt, wenn die nicht 0 wäre, hätte ich jetzt hier dann einen positiven, also eine Konstante hier noch drin, aber das ist dann egal. Und wo jetzt hier dann der Parameter des autoregressiven Teils mit dem negativen Wert des Moving Average Teils jetzt hier dann übereinstimmt, dann degeneriert er sozusagen jetzt hier der Prozess, der AMA-Prozess, der generiert zu einem White Noise. Okay? Punkt 1. Punkt 2, wenn ich das jetzt hier mal anschaue, also hier, wie gesagt, ich habe jetzt hier dann ein AMA-1-1-Modell und wenn ja hier dann Folgendes gilt, also wenn die das fasse ich jetzt hier mal zusammen und wenn jetzt hier noch gilt, dass A gleich minus B ist, dann ergibt sich ja im Prinzip jetzt hier dann dieser White Noise. Okay, das kann man jetzt hier dann auf dem ersten Blick noch nicht erkennen. Ja, deswegen, also das ist ja sozusagen der Vorteil jetzt hier mit diesem Lag-Polynom. Es ist dann unheimlich praktisch. Okay, weil ich ja hier dann den Prozess, wenn ich das jetzt hier dann tatsächlich hier sozusagen dann überprüfen wollte, ziemlich viel Arbeit hätte, insbesondere was die Vergangenheit von YT dann angeht. Ja, das macht ja sozusagen die Sache dann unheimlich einfach. Okay. Mit dem Lag-Polynom, also kriegt man das jetzt hier dann sofort gleich raus. Ohne Lag-Polynome wäre das schwierig, ich müsste dann die Prozesse dann ausschreiben. Also ich zeige Ihnen mal, was ich damit meine, wenn ohne Lag-Polynome. Gucken Sie mal, versuchen Sie das mal daraus, das dann rauszubekommen, dass wenn A gleich minus B ist, dass dann eigentlich nur noch der Schock übrig bleibt. Das sieht man hier nicht so gut. Also natürlich würde ich ja, ich meine, man könnte das jetzt hier sozusagen dann nochmal auch über die Darstellung mit diesen unendlichen, mit diesen ganzen Reihen und so weiter jetzt hier nochmal dann auch bekommen, aber das ist wesentlich schwieriger. Das ist jetzt auch so ein Riesenvorteil mit den Lag-Polynomen. Okay, das ist ja damit dann eigentlich im Prinzip jetzt in den 2 Sekunden dann schon erledigt. Ansonsten würde ich das ja nicht rausbekommen, zumindest nicht so schnell. Ja? Also das ist sozusagen auch ein Tool, was mir das jetzt hier dann erlaubt und in diesem Sinne greife ich auch mal gerne drauf. So, es gibt jetzt hier noch eine zweite Eigenschaft und zwar, wenn jetzt hier dann A gleich minus B ist, dann habe ich jetzt hier dann das hier. Ich hatte das jetzt hier schon mal angekündigt, also V geteilt durch 1 minus B. Gut, also in diesem Fall habe ich jetzt hier dann nicht gemacht, da brauche ich jetzt hier dann noch den geometrischen Reihen für, über den springen wir dann. Plus jetzt hier dann der Schock, aber das ist jetzt hier dann nicht wesentlich anders als dort. Ich habe jetzt hier eigentlich jetzt hier nur noch eine Konstante drin, das heißt, der White Noise sozusagen schwankt dann nicht um den Wert 0, sondern er schwankt jetzt hier dann um diese Konstanten herum, aber das ist ja, kann mir eigentlich im Prinzip dann auch egal sein. Also wenn die Konstante jetzt hier dann nicht 0 wäre, deswegen hatte ich ja gesagt, ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Okay, aber das ist ja trotzdem mehr oder weniger nur ein Schock, was jetzt hier dann im Prinzip jetzt hier dann da ist. Wird man jetzt hier dann sofort bekommen. So, dann noch weitere Beispiele, also weitere Eigenschaften. Zunächst mal für die Analyse. Ich betrachte jetzt hier dann nur das Lag-Polynom des autoregressiven Teils, aber von den Moving Average Teils lasse ich jetzt das erstmal so drin. Also lassen wir das erstmal so da, ja. Und schreibe das jetzt hier dann ein bisschen anders. Also teile jetzt hier dann auf beiden Seiten mit dem Lag-Polynom des autoregressiven Teils. So, ja, okay. Dann habe ich einmal das hier drin und einmal jetzt hier dann das hier drin. Okay, das sieht man hier dann auch. So, wie ich die Konstante sozusagen umrechne, hatte ich schon mal gesagt. Also hier, damit jetzt hier das dann verschwindet, da könnte man jetzt hier das eigentlich jetzt hier dann wegmachen. Nur, also dann wird jetzt hier dann eigentlich V geteilt durch 1 minus A übrig bleiben. Aber da, wie gesagt, wir das jetzt hier schon ein bisschen etwas präziser machen wollen. Also V geteilt durch 1 minus A wird jetzt hier dann dazu. Das hatten wir schon ein paar Mal gesehen, machen wir das wieder von vorne. Also da brauchen wir jetzt hier dann geometrischen Reihen für. Okay, wenn ich jetzt hier das mit geometrischen Reihen jetzt hier nochmal umrechne, die Formel hatten Sie ja schon gesehen,
ergibt sich ja dann das hier und diesen blauen Ausdruck schmeiße ich jetzt hier dann überall rein. Okay, also einmal hier, dann einmal hier und einmal, ja, also jetzt hier dann für den zweiten Teil und einmal hier. Na, das hatten Sie ja schon mehrfach gesehen und na, das ergibt sich jetzt hier aus der Summe von fünf geometrischen Reihen. Das ist jetzt hier nur eine Spielerei für die Darstellung. So, wenn jetzt hier dann der Lag-Operator auf die Konstante trifft, wie jetzt hier dann im ersten Summanden, passiert ja gar nichts. Das heißt, dann können Sie ja den Lag-Operator ja weglassen. Der Lag-Operator wirkt sich ja hier dann nur auf stochastische Prozesse aus. Na, dann bleibt ja im Prinzip ja dann das hier übrig, weil da können Sie das jetzt hier dann wieder zurückrechnen. Und hier trifft der Lag-Operator auf diesen Störterm und hier trifft der Lag-Operator auf diesen Störterm. Was Sie jetzt hier dann sehen, ist, dass da kein großer Unterschied jetzt hier dann zwischen den beiden Ausdrücken besteht. Bis jetzt hier dann auf die Tatsache, dass ja hier dann die Konstante B dann dazugekommen ist. Sehen Sie ja hier, das ist ja sozusagen im Grunde genommen dann nicht weiter anders. Ja, hier steht eigentlich noch T-1, müsste jetzt hier dann stehen, wie ich jetzt hier merke. Aber da Sie ja im Prinzip hier ne, bei 0 anfangen, ist jetzt hier dann nämlich das Gleiche. Also ziehe ich jetzt hier das dann einfach raus. Also hier müsste dann T-1 stehen, merke ich hier gerade bei dem. Okay, also Epsilon T-1. Aber das macht nichts. Wenn Sie damit jetzt hier ein bisschen herumspielen, können Sie das jetzt hier dann geschickt rausziehen und dann hätten Sie jetzt hier dann diesen Ausdruck hier dann drin. Also das ist nicht so tragisch, dass man das hier dann vergessen hat. Wie gesagt, das ist jetzt hier einfach nur eine Spielerei. Aber sorry dafür, dass ich das jetzt hier dann vergessen habe. Aber wie gesagt, das Ergebnis stimmt dann trotzdem. Also wenn Sie das jetzt hier wieder rein multiplizieren würden, würden Sie das jetzt hier dann bekommen, so dass dann hier Epsilon T minus 1 steht. Okay, was haben wir hier stehen im Prinzip? Ja, also das ist ja ein Moving Average Prozess, ja, im Grunde genommen. Ja, was jetzt hier dann unendlich weit in die Vergangenheit zurückgeht, ja, wiederum. Ich zeige Ihnen das mal gleich. Also hier nochmal diese Darstellung. Fassen wir nochmal so ein bisschen zusammen. Mal angenommen, der ist stationär, weil das war nämlich die Voraussetzung dafür, dass jetzt hier dann dieser Kehrwert von dem Lag-Polynom existiert hatte. Und wenn er stationär ist, kann ich den jetzt hier dann wie folgt hier dann darstellen. Also auf diese Art und Weise. Und mit dieser Darstellung kann ich dann Erwartungswert und Varianz jetzt hier dann bestimmen. Das macht das Ganze dann praktisch. Okay, also Erwartungswert und Varianz. Das zeige ich Ihnen jetzt hier nochmal gleich. Okay, also hier daraus, aus diesem Ausdruck. Dafür brauche ich ja die Darstellung. Das kann ich jetzt hier unmittelbar aus dieser Darstellung eben nicht tun. Das ist das Problem. Ja, also hier kann ich den Erwartungswert und Varianz davon leider nicht unmittelbar ausrechnen. Nur daraus. Und deswegen habe ich das jetzt hier auf diese Darstellung gebracht. Also wenn Sie sich dann fragen, wozu jetzt hier dann diese ganzen hessischen Ausdrücke und so, warum sieht das jetzt hier dann so schlimm aus? Und zwar der Grund war, dass ich dann damit den Erwartungswert und die Varianz des Prozesses jetzt hier dann bestimmen kann. Und auch jetzt hier dann die Autokovarianz. Aber das jetzt hier nur am Rande. Okay, und das mache ich jetzt hier für die Zusammenfassung dann wie folgt. Und zwar der Erwartungswert ist dann das hier. Okay, also vorgeteilt durch A1. Okay, da kann man auch die Varianz des Prozesses dann bestimmen. Aus der Darstellung, die Sie dann gesehen haben, die sieht jetzt hier dann so aus. Okay, die sieht jetzt hier ein bisschen, ja, komplizierter aus, aber das ist jetzt hier nicht so tragisch im Prinzip. Also aus dieser Darstellung kann man das jetzt relativ leicht bestimmen. Und dann zum Schluss noch die Autokovarianz, meine Damen und Herren, die ja so aussieht. Okay. Und was Sie jetzt hier dann merken, ist, nirgendwo taucht ja dann T auf. Ich meine, im Prinzip, der Prozess ist ja stationär. Ja, das heißt, weder Erwartungswert noch Varianz noch die Autokovarianz hängen von T ab, das ist ja, sonst wäre es ja nicht stationär, nicht wahr? Aber diese Formelchen, die ich jetzt hier dann habe, die kann ich dann gewinnen aus der Darstellung, was ich ja hier dann vorher hatte. Ansonsten wäre das jetzt hier dann nicht unmittelbar hier draus zu entnehmen. Okay, das müssen Sie jetzt hier auch nicht drauf haben. Die Formel kennt man ja schon. Das bedeutet also, wenn Sie zum Beispiel die Varianz des Prozesses jetzt hier dann bestimmen wollen, müssten Sie dann eigentlich nur das hier dann einsetzen und das war's. Okay, auch zum Beispiel jetzt dann die Autokovarianz. Je nachdem, wie sich das jetzt hier dann verändert, jetzt hier dann für die Parameter. Okay, wann ist es nämlich stationär? Und das ist ja nämlich dann stationär, wenn der Betrag von A kleiner als 1 ist. Ja, das ist jetzt hier ein armer 1-1-Modell. Ein armer 1-1-Modell ist dann stationär dann und nur dann, wenn das zugehörige AR1-Modell stationär ist. Nicht wahr? Und ein autoregressiver Prozess der Ordnung 1 ist stationär dann und nur dann, wenn dieser Parameter einen Betrag
von kleiner als 1 hat. Das hatten wir in der Vorlesung davor. In dem Fall haben wir dann das hier, das Ergebnis. Kann man also relativ leicht noch berechnen. Wie gesagt, das ergibt sich aus dieser Darstellung. Sorry, hat jetzt hier noch Sigma Quadrat gefehlt. Das hatte ich jetzt hier vergessen. Aber steht ja schon da. Was jetzt hier noch dazu kommt, ist die Autokorrelation, die jedenfalls noch in die Liste dann aufgenommen wird. Die kann man eigentlich leicht berechnen, wenn man die Autokovarianz geteilt durch jetzt hier in dem Fall die Varianz dann teilt. Die Autokorrelation jetzt hier dann bezüglich jetzt in einer zeitlichen Verzögerung ja 1 sieht jetzt hier dann so aus. Okay, und allgemein für H sieht jetzt hier das dann mit der New-Walker-Gleichung, kann ich das jetzt hier dann letztlich im Endeffekt für die weiteren hier dann daraus bestimmen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier dann die Autokorrelation, das ist ja sozusagen diese iterative Formel mit der New-Walker-Gleichung jetzt hier dann weiter jetzt hier dann zu bestimmen. Wenn ich jetzt hier dann die Autokorrelation zum Zeitpunkt 1 kenne, okay, was ja hier das als Ausgang sozusagen jetzt hier dann hier daraus jetzt hier dann berechnet werden kann aus dieser Darstellung, da kann man damit die Autokorrelation von jedem weiteren Wert jetzt hier dann ausrechnen, und zwar jetzt hier in dem Fall, indem man das zum Beispiel jetzt, ne, also wenn h gleich zum Beispiel jetzt hier dann 2 ist, steht ja hier dann die Autokorrelation von 1 und hier dann die Autokorrelation bezüglich der zeitlichen Verzögerung dann 2, indem sie dann einfach das mit a multiplizieren. Also das heißt, das wäre dann für 2 wäre das jetzt hier dann a mal das hier. Und das war's. So könnten sie dann iterativ sozusagen die Autokorrelation für größere zeitliche Verzögerung jetzt hier dann ausrechnen. Da der Prozess dann stationär ist, hat ja letztlich im Endeffekt A einen Betrag von kleiner als 1. Das heißt, die Autokorrelation wird umso kleiner, je weiter sie jetzt im Prinzip in die Zukunft dann gehen. Also was die zeitliche Verzögerung dann angeht. Also je größer die zeitliche Verzögerung ist zwischen Zeitpunkten, ja, im Prozess, desto kleiner wird die, also der Betrag der Autokorrelation dann sein. Also das ist jetzt natürlich der Null, der Betrag davon, kommt ja darauf an, welches Vorzeichen jetzt hier dann A hat, weil das alterniert ja. Okay, also wenn jetzt hier dann A negativ ist, wechselt sich das hier vom Vorzeichen ab. Ich ziehe mich jetzt hier dann auf den Betrag der Autokorrelation. Okay, also der Betrag der Autokorrelation wird umso kleiner, je weiter sie sozusagen dann in die Zukunft dann gehen würden. Das heißt also, je größer die zeitliche Verzögerung zwischen zwei Punkten. Okay, und es kommt dann nur auf die zeitliche Verzögerung an und nicht auf die jeweiligen Zeitpunkte dann selbst. Das ist ja hier dann zusammengefasst, ne, wesentliche Eigenschaften des AMA-1-1-Prozesses, und das kann man natürlich auch für AMA-Modelle höherer Ordnung jetzt hier dann machen, nur dann ist der Wirrwarr, also dieser ganze Salat mit diesen ganzen Parametern etwas, ja, etwas umständlicher, sage ich jetzt hier mal. Okay. So, bleiben wir jetzt hier nochmal kurz dabei und analysieren wir jetzt hier dann nochmal weitere Eigenschaften des Prozesses. Wenn h gleich 1 ist, also wenn die zeitliche Verzögerung jetzt hier dann gleich 1 ist, ist dann die Autokorrelation hier offensichtlich dann, also hier nochmal so ein bisschen das zu zeigen, die Kovarianz geteilt durch die Varianz, denn die Standardabweichungen sind ja gleich. Na, der Prozess ist ja stationär, das heißt die Varianz zum Zeitpunkt d ist genauso groß wie die Varianz zum Zeitpunkt d plus 1. Damit auch die Standardabweichung im Prinzip, und die beiden sind ja gleich. Das heißt, es reicht ja, wenn Sie jetzt hier dann die Autokovarianz durch die Varianz teilen. Zu einem beliebigen Zeitpunkt. Wie gesagt, ist ja egal, es hängt ja hier im Prinzip dann nicht von t ab. Die Autokovarianz zum Zeitpunkt 1 war das hier, da kann man das jetzt hier dann herauskürzen am Ende, und das war jetzt die Varianz jetzt hier dann des Prozesses, und dann bleibt ja eigentlich das jetzt hier im Prinzip dann übrig. Also das ist jetzt hier dann die Art und Weise, wie jetzt hier dann die Autokorrelation dann berechnen würden. Hier nochmal das nachgeprüft für den AMA-1-1-Modell. Also das ist sozusagen nichts anderes als die Bestätigung der Formel, die Sie jetzt hier dann auf dem Slide davor gesehen haben. Hier ist es nochmal nachgerechnet, okay? Jetzt sind nur ein bisschen Bruchrechnen ist dabei. Aber nicht mehr, ja? Gut. Sie nun mal für die Bestätigung, und jetzt kommt eine neue Prozessklasse jetzt hin dann zum Schluss nun mal so ein bisschen dazu, also als Betracht, und zwar sogenannte ARDL-Prozesse. Das sind jetzt dann sogenannte Autoregressive Distributed Lag Prozess oder Lag-Prozess, also ARDL, also AR steht für Autoregressive und DL für Distributed Lag Prozesse. Das ist jetzt hier nicht mehr weiter schwierig, jetzt hier das dann nachzuvollziehen. Wir stehen jetzt hier dann nämlich, das ist ein spezielles AMA-Modell, wenn man so will.
Okay, und zwar, also einmal habe ich jetzt hier dann einen autoregressiven Teil, der sieht jetzt hier dann so aus, nicht wahr? Okay. Also wenn das jetzt hier dann so wäre, das wäre jetzt hier dann einfach ein autoregressiver Prozess, wo ich jetzt hier dann noch einen Schock jetzt hier dann hatte zum Zeitpunkt T. Okay, und was ich ja hier noch, aber was noch hier dazu kommt, sind jetzt hier dann, oder ist ein Prozess X, was jetzt hier dann als erklärender Prozess jetzt hier dann heranhält. Okay. Und zusätzlich dazu noch die Vergangenheit des Prozesses bis zum Schritt N. Also Sie gehen ja sozusagen bezüglich dieses Prozesses jetzt hier X, was jetzt hier als erklärende Variable hier noch zusätzlich mit berücksichtigt wird, N Schritte in die Vergangenheit dann zurück. Also wenn Y jetzt hier dann noch vielleicht noch was von was anderem hier noch abhängen würde. Okay. Dann könnte man das jetzt hier auch noch vektorisieren und so weiter, aber das mache ich jetzt hier nicht. Also dann hätten Sie sozusagen so einen vektorautoregressiven Prozess, aber das ist jetzt hier dann nicht unsere Betrachtungsweise. Okay, also ich habe ja sozusagen hier noch zusätzlich beim AR-Modell habe ich jetzt hier noch zusätzlich einen Prozess X noch drin und noch die Vergangenheit als erklärende Variable. Okay, also wenn jetzt hier dann Y vielleicht noch von was anderes abhängen würde, außer von seiner eigenen Vergangenheit und jetzt hier dann noch die Schocks, die man jetzt hier dann hat. Und dann können wir das jetzt hier dann auch nochmal so ein Moving Average Teil jetzt hier das dann ebenfalls noch mit aufblasen. Aber das ist jetzt hier nur für die Anwendung. Das jetzt hier einfach nur erwähnt, ja, dass man ja hier im Prinzip hier dann in den Prozess Y noch einen anderen Prozess dann integrieren kann. Okay, also der Prozess, der jetzt hier dann integriert wird, ist jetzt hier dann X, der als vielleicht erklärende Variable, also zusätzlich dazu jetzt noch der Vergangenheit, der jetzt hier als erklärende Variable hier dann dient, ja, für Y, also für die gegenwärtige Beobachtung des Prozesses. Normalerweise ist jetzt hier auch nicht so groß, ja, diese ganzen Modelle. Aber allgemein kann ich ja hier dann bezüglich der Vergangenheit des Prozesses Y P-Schritte jetzt hier dann gehen und bezüglich der Vergangenheit des Prozesses von X dann N-Schritte. Und dann habe ich jetzt hier noch den Schock und das war's. Okay, und dann schreibt man jetzt hier dann einfach nur AR. DL, meine Damen und Herren. Okay. Eine kleine Bemerkung hier noch zusätzlich dazu für die Darstellung dieser Prozesse mit Lag-Polynomen. Also hier haben Sie den autoregressiven Teil, nicht? Also das ist das Lag-Polynom jetzt hier dann von dem autoregressiven Teil A. Okay. Und hier habe ich dann jetzt auch das Lag-Polynom jetzt hier dann von den erklärenden Variablen x. Hier noch mit drin und damit kann ich jetzt hier das dann etwas kompakter schreiben, wenn ich jetzt hier dann nämlich dann die Lag-Polynome dann so spezifiziere, wie das jetzt hier aus der Gleichung zuvor zu entnehmen war. Hier nochmal das Lag-Polynom von A. Okay, das kennen Sie ja schon, das sieht jetzt hier dann sehr jetzt immerhin gleich aus. Ne? Das ist jetzt hier dann das Lag-Polynom des autoregressiven Teils und hier habe ich jetzt hier dann das Lag-Polynom des oder zum Prozess jetzt hier dann x mit der Vergangenheit, das sieht jetzt hier dann so aus. Okay, das ist ja hier nochmal im Prozess jetzt hier dann drin und das war's. Alles klar? Meine Damen und Herren, das war's gewesen. Okay, jetzt hier für die heutige Vorlesung. Wir hören jetzt hier an dieser Stelle dann auf. Nächste Woche machen wir weiter mit Modellschätzungen. Okay, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Thank you.